5, 4, 3. 2, 1. Gut. Sind wir live? Liebe Freunde, liebe Finde, liebe FFFFFs, eigentlich müsste man gar nicht zensurieren, weil YouTube hat mich eine Woche gesperrt. Darum nur auf Facebook, auf D-Live, auf neu auf Twitch, neu auf Periscope und dann noch auf 2 Facebook-Kanälen. Und ich hoffe, ihr seht das live, aber die Wiederholung wird genauso packend sein, wie das live, wie ihr jetzt hier feiert. Ich bin hier mit 2 Leuten, ich bin hier mit Tobias und Robin. Sie beide haben viel Erfahrung gemacht in Sachen im Umgang mit der sogenannten Maskenpflicht, die hier herrschen soll, in den Bahnen und in den Läden. Ich selber habe heute noch 2 lustige Erfahrungen gemacht. Vielleicht können wir auch noch ins Detail tauchen. Aber zuerst wird mal gerade mit Robin. Hoi, du hast heute ganz eine tolle Erfahrung gemacht. Hoi, salut Dani. Ja, aber genau, wir haben heute noch telefoniert. Und zwar die Maskenpflicht, die wir ja auch seit dem Montag in Kanton Thurgau haben. Wir sind hier auf dem Neuland. Und soll ich mal was uns erzählen, um was es genau gegangen ist? Ja, ich habe gehört, du bist in den Kiosk gegangen, in den Kiosk. Richtig, ja. Willst du dort verraten? Es ist so, bis jetzt habe ich immer wieder auch ein Problem gehabt beim Einkaufen, dass ich darauf angesprochen worden bin. Also der Grund ist, ich habe einen Test, ich darf aus gesundheitlichen Gründen, beziehungsweise wegen meiner Atmung, komme ich ein bisschen Probleme über, wenn ich eine Maske habe, darf ich keine Maske anlegen. Bis jetzt habe ich noch nie ein Problem gehabt und es ist so, dass ich heute Morgen wollte in K-Kiosk in der Nähe von Amriswil einkaufen, bin dann rausgewiesen worden aus dem Laden, weil ich keine Maske hatte. Und K-Kiosk, das ist nicht einfach ein Kiosk, das ist ein begehbarer Kiosk, ein grösser. Genau, so ein bisschen grösserer, also die Valora-Kette auch, die gehört da zusammen zu dieser Valora-Kette. Und das ist so ein grösserer Kiosk, wo ich reinlaufen wollte, bin dort gerade rausgewiesen worden, weil ich die Maske nicht angehabt habe und habe quasi gesagt, dass ich es getestet habe. Und das Verkaufspersonal hat trotzdem gesagt, sofort raus, interessiert uns nicht. Ich habe dann von außen angefangen zu diskutieren und gesagt, ja, mal, also irgendwie, ich habe einen Test, ich müsste doch trotzdem in den Laden reinkommen. Und dann hat sie gemeint, ja, sofort zeigen, einen Test führen nehmen. Und dann habe ich gefunden, ja, das ist ein bisschen unfreundlich, wie man es mir da sagt. Und habe gesagt, nein, grundsätzlich muss ich, so viel ich informiert bin, ich bin jetzt auch kein Jurist, muss ich das nicht zeigen. Ich glaube, ZGB 28, Persönlichkeitsschutz oder so. Richtig, ja, so viel ich eben auch informiert bin. Dann habe ich, weil die Verkäuferin so unfreundlich war, habe ich gesagt, so, jetzt lasse ich es einfach mal drauf ankommen und habe die Polizei angerufen. Und dann habe ich ein bisschen geredet mit der Polizei am Telefon drüber und dann haben sie sofort darauf gesagt, ja, wir können mal eine Patrouille vorbeischicken. Ich habe dann auch mit den Leuten das vor Ort besprochen zuerst, also weg, außerhalb vom Kiosk. Habe denen das, den Polizisten auch das erklärt, wie ich das sehe, auf wann ich mich da beruf im Ganzen. Ich habe auch argumentiert, den Kiosk sehe auch wie ein Laden, eine grundsätzliche Grundversorgung, die auch während dem Lockdown nicht offen halten und habe auch mit dir quasi, wenn man mir da den Zugriff zu Läden verwehrt, wird es irgendwann schwierig, dann müssen ja die Polizei oder der Stab für mich einkaufen, weil mir das den Alltag so einschränkt und daraufhin hat dann, hatte ich da eine halbe Stunde fast geredet mit denen. Mit den Polizisten, das sind 2 gewesen? Sind 2 gewesen, genau. Also ja. Grundsätzlich wirklich anständig, freundlich, es hat dann guten Dialog stattgefunden. Ich kann also wirklich über die Polizei gar nicht negativ sagen. Kantonspolizei Thurgau. Richtig, ja. Die sind wirklich also korrekt gewesen, auf alle Seiten. Also haben da umgänglich gewesen. Natürlich haben beide Masken angehabt, ich natürlich nicht. Und ja, auf jeden Fall haben wir da ein gutes Gespräch gehabt und sind nachher in den Laden wieder zurückgegangen. Und dann hat ein Polizist mit der Verkäuferin geredet gehabt. Und hat sie eben auch darauf aufmerksam gemacht, dass es so ist, dass man grundsätzlich mit der Test in den Laden rein darf. Dass es klar so gehandhabt wird. Und dann ist es einfach darum gegangen, muss ich das an Test vorweisen oder muss ich es nicht vorweisen? Am Verkaufspersonal. Weil den Polizisten habe ich es nachher gezeigt dort draußen und habe ganz klar festgehalten, ich habe das Test, hat das alles angeschaut da und kurz geprüft gehabt. Und dann ist es eben darum gegangen, muss ich es zeigen, muss ich es nicht zeigen. Es war eine Diskussion gewesen. Und die Verkäufer hat immer noch auf dem Standpunkt auf dem Alten beharrt, eben grundsätzlich da wegen Maskenpflicht, grundsätzlich lieber nicht in den Laden. Und sie hat eine interne Anordnung gehabt, nicht? Das ja, also das Einzige, was ich gesehen habe, hat die Verkäuferin eine 3-seitige Anordnung richtig vorgezeigt gehabt. Von ihrem Arbeitgeber? Ja, von Valora-Gruppe. Also soviel ich es jetzt, ist ein bisschen schnell gegangen, das Ganze, aber soviel ich gesehen habe, ist es
eine Verordnung oder eine Anweisung von Valora quasi. Wie nicht die eine Verordnung, da wäre etwas gesetzt. Nicht eine Verordnung, eine Anweisung. Oder eine Anweisung, ja. Ja, von Valora, wie sich halt die Verkäufer müssen verhalten, oder? Und dort, so viel ich es jetzt interpretiert habe, ist es so gewesen, dass man quasi nicht darf reingehen mit Maske, so wie ich es jetzt da verstanden habe. Ohne Maske. Richtig, ohne Maske, ja. Und hat eben der Verkäufer auch, der Polizist auch argumentiert hat quasi, dass es, das ist eine interne, firmeninterne Kommunikation quasi, oder? Und grundsätzlich gesehen hat das auch so, dass ich rechtlich quasi Zugang zu einem Laden müsse haben oder gewährleistet haben mit einem Attest, oder? Eben hat sich da auf, mit der Grundversorgung, mit dem Argument, wie ich ihm da gesagt habe. Dann ist die Diskussion ein bisschen weitergegangen drin. Wir haben da, also es ist nie extrem streitig geworden oder so. Wir haben eigentlich das Ganze wirklich auch angeschaut, dass der andere Polizist auch noch kam. Also ich, die zwei Polizisten und die Verkäuferin. Und dann hat der Polizist eben gesagt, quasi, es gäbe zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass sie mich bedient, oder? Ich habe ein Päckchen Zigaretten gebraucht. Und die andere Möglichkeit ist, dass sie mich nicht bedient, dass sie nicht dort einkaufen darf. Und dann muss ich allenfalls dann eben Strafanzeige machen bezüglich dem Behindertengleichstellungsgesetz, oder? Wo so ist, dass es ja Leute ohne Maske, ohne Maske müssen die gleichen Möglichkeiten haben wie Leute mit Maske. Mhm. Und dann hat sie die zwei Möglichkeiten gehabt und sie hat sich dann entschieden, dass ich dann den Einkauf tätigen darf. Mhm. Hat dann nachher, sie ist nicht ganz so glücklich gewesen drüber, hat dann nachher die Zigarette gekauft und sie hat nachher ganz klar gesagt, sie müsste das nachher mit Valora noch weiter diskutieren. Noch besprechen. Das finde ich sehr gut, dass sie das macht. Zusammenfassung vom Ganzen. Genau. Ist eben ein bisschen tückisch mit dem, wenn man es auch Test hat, ist man noch nicht zwingend diskriminiert. Weil unter das Diskriminierungsgesetz fällt man, so wie ich jetzt erfahren habe, nur dann, wenn man ein dauerhaftes Leiden hat, weil man einem im Alltag einschränken kann. Das heisst, wenn man jetzt zum Beispiel ein kratzes Gesicht hat, weil einem eine Katze attackiert hat und man darum temporär keine Maske kann tragen, dann ist das keine Behinderung, sondern eben nur eine Verletzung oder so. Und in so einem Fall, wenn man dich dann nicht in den Laden lässt mit dem Test, kann man für das Hausrecht gilt. Aber in dem Moment, wo du eine Behinderung hast, quasi eine Person mit Behinderung bist, nachhaltig, dann fällt es unter das Diskriminierungsgesetz und dann kann man sie zur Anzeige bringen. Jetzt ist es so, der Heinz Raschein hat einen Leitfaden geschrieben, weil viel interessanter ist ja, das ist eine super Geschichte, die du erzählt hast, macht auch Hoffnung an Leute. Und man kann auch nur hoffen, dass ganz viele Leute, die es auch getestet haben, jedes Mal so ein Trara machen und die Polizei rufen, statt das an Testen zeigen. Ich habe mir selber heute schuldig gemacht. Ich habe es Test zeigen können. Ich bin mit gewissen Stolz. Auf jeden Fall, eigentlich ist genau das richtige Vorgehen. Man sollte den Test nicht zeigen und sagt, ich zeige es nur der Polizei. Dann muss die Polizei einfahren, meistens mit zwei, drei Leuten. Und dann hat man die Diskussion eine halbe Stunde. Wenn das ganz viele Leute machen, dann hängt es die Polizei aus, weil die müssen heimgehen, also ins Büro gehen, Rapport schreiben, all den Scheissdreck, um immer wieder das Gleiche machen. Und so kann man das System vielleicht auch ein bisschen plagen, so genau wie sie uns plagen. Das ist eine Strategie, das ist alles rechtmäßig, das darf man machen. Die Polizei muss noch scheinen, wenn man sie ruft. Das ist nicht so, dass sie das wählen können, ob sie da kommen oder nicht. Man kann auch immer Anzeige erstatten, wenn die Polizei davon abraten. Habe ich das hoffentlich richtig zusammengefasst? Eben, hat immer Anwälte, die zulassen, wenn es anders wäre, dann würde das natürlich sehr zeitnah kommunizieren. Übrigens, ich streame nicht auf YouTube streamen, das heisst mit anderen Gründen, ihr könnt meine Inhalte, sowieso der Trimmer gehalten, verstreuen, wie ihr wollt. Ihr könnt es downloaden und re-uploaden, könnt das auch verteilen auf euren Kanal, wie ihr nur wollt. So, Tobias, du bist ja einen längeren Weg antreten. Aus welcher Region bist du? Von Soizach, Winterthur. Soizach, nein, geht noch. Hey, du bist das geht noch, halb Stündli, fast, ja. Genau, und du hast ja schon mehrere Erfahrungen gemacht. Du hast mir schon ein Video zugeschickt. Du bist ein ganz hartnäckiger Patron gewesen, mit der SBB, glaube ich, auch. Ja, auch. Also, ja, SBB hat es weitere Fälle jetzt gegeben. Wir haben ja schon mal ein YouTube-Video gestartet, wo ich ein bisschen Sachen erzählt habe. Ja, und die ganze Geschichte ist jetzt natürlich weitergegangen. Und eine von der SBB hat das Gefühl gehabt, es war eine Security. Wie wäre es, wenn sie mir so einen Test zeigen, weil ich es auch wieder mal nicht hatte. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie, ich habe einen Test, aber ich muss das nicht zeigen Ihnen. Und dann hat sie gesagt, schauen Sie, wegen Ungehorsam kann ich sie jetzt rausschmeissen lassen und wenn sie es mir nicht zeigen, kann ich sie auch anklagen. Ich sagte, ja gut, aber aus welcher Grundbasis? Und dann hat sie gesagt, schauen Sie, dann hat sie mir so einen Zettel davor gegeben und ich musste sagen, ja, aber dort ist gestanden, wegen Ungehorsam, Artikel so und so, können Sie mich anklagen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt aber
ein Attest, oder? Und laut Gesetz müsste ich das ja nicht zeigen. Und das Ungehorsam, wenn ich jetzt zum Beispiel Liegestütze müsste machen, irgendwie am Boden, weil sie sagen, ich muss jetzt die Liegestütze machen. Zum Immunsystem stärken. Zum Immunsystem stärken, könnte ich auch sagen, nein, das mache ich nicht und sie könnte mich anzeigen, aber die Anzeige wird nie durchkommen. Mhm. Und das Problem ist auch, sie können einem mit Buße eindecken. Es ist ja immer gleich die Frage, können sie büssen, dürfen sie büssen? Und das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Sie dürfen wahrscheinlich nicht, aber sie können natürlich immer. Und dann bist du der, der sich mit dem ganzen Zeichen auseinanderschlagen und gegen das System arbeiten. Und klar, das wird mir dann auf eine Art schon zu blöd. Das zweite Video, das ich gemacht habe, habe ich direkt geschickt gehabt. Das waren zwei Typen gewesen. Und dann habe ich dann auch gesagt, wirklich, die Zeit habe ich nicht, ich muss arbeiten oder ich will heim. Ich will jetzt nicht extra die Polizei holen lassen, oder? Und habe gesagt, schauen Sie, ich zeige Ihnen das Attest, nachdem Sie mit der Polizei gedroht haben. Und dann habe ich das Attest gezeigt gehabt, und dann habe ich sie mal gefragt. Wo war das gewesen, beim? Das war auch bei der SBB richtig, bei der SBB noch. Richtig Winterthur gewesen. Mhm. Und die haben dann gefunden, ja sie könnten, wie sagt man das? Ich persönlich habe einfach gefunden, was sie da machen, ist einfach nur falsch. Und wir haben eine riesige Diskussion gestartet. Sie sind dann wieder mit dem Ungehorsam gekommen. Und ich musste sagen, ja, aber der Ungehorsam, nur weil ich keine Maske habe, das stimmt ja nicht. Ich habe ja so einen Test. Ja, aber sie haben es nicht gezeigt. Und dann haben wir uns so im Kreis gedreht. Und dann müssen wir lachen, sorry. Aber das, was sie da machen, ist grundsätzlich einfach falsch. Weil es geht nicht auf. Und dann hat er selber müssen zugeben, ja, ich gebe ihnen recht. Das ist scheiße, was da momentan abläuft. Wow, aber sie haben ihre Vorgaben. Ja. Sie haben ihre Vorgaben. Und zwar Vorgaben, die im Widerspruch zum Gesetz stehen, zu der Verfassung stehen. Und zwar sie machen sich mitschuldig. Ja, kommt drauf an, ob es jemand zur Anzeige bringt oder ob man damit durchkommt. Ja, wir wollen eine Anzeige schreiben. Ja. Und ich musste sagen, ja, aus welcher Grundlage? Und sie haben keine Botten gehabt. Also ich habe dann auch noch ihre Nummern verlangt. Also sie müssen ja nicht ihre Namen müssen nicht angeben. Sie haben einfach eine Art Dienstnummer. Ich habe die verlangt, oder? Und ich hätte eigentlich können anzeigen. Ich habe dann gesagt, nein, das mache ich nicht. Und zwar aus dem Grund, weil er ist nicht der Übeltäter. Mhm. Er ist schlussendlich nicht der Übeltäter. Auf der anderen Seite, Barbara Müller hat genau im Zug ja drei Leute zur Anzeige gebracht, drei Kondukteure. Und das hat jetzt die SBB doch immerhin in die Schweiz gebracht. Ja. Und es gibt eine Deadline bis zum 26. Bis dann tut sich Barbara Müller dazu nicht äußern. Wir haben jetzt die Hoffnung, dass die SBB zur Vernunft kommt und sich nicht unklare, verschwammige Gesetze, die vom Bundesrat ausgesprochen werden, Gesetzverordnungen, besser gesagt, dann quasi einfach... Also die Idee ist, dass die SBB einfach sagt, wir haben genug von diesen dummen Verordnungen ohne klare Gesetzesgrundlage und wir distanzieren uns, so wie es Bigro gemacht hat, wo gesagt hat, wir dürfen nicht Einsicht nehmen in das Attest, das geht uns nicht an und wir sind eine Erfüllungsgehilfe vom Staat. Sie haben es ein bisschen diplomatischer formuliert, aber doch ziemlich deutlich. Dazu muss man noch ganz kurz sagen, ich bin auch kein Anwalt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, also was ich weiss, ist ja keine Strafe ohne Gesetz. Am wichtigsten ist die Verfassung, dann kommt Gesetzesebene und Gesetze können weiterpräsentieren, präzisiert werden durch Verordnungen. Und der Bundesrat hat nichts anderes gemacht als eine Verordnung basierend auf dem Epidemiegesetz. Jetzt ist es aber so, eine Verordnung darf das Gesetz nur präzisieren, nicht aber verschärfen. Und im Epidemiegesetz steht Maskenpflicht mit keinem Wort. Und wenn jetzt der Bundesrat in die ganze Bevölkerung, alle Gesunden, egal wer, jung, alt, gesund, krank, dazu verdonnert, Masken zu tragen, ist das eine radikale Verschärfung vom Epidemiegesetz und damit ist eine Verordnung darum auch nicht gültig. Aber die Sache ist halt immer die, man muss es durchfechten und man muss hoffen, dass man auf Richter treffen, die nicht nur ihre Karriere im Sinn haben, sondern auch noch die Zukunft von der Schweiz, für ihre Familie, für ihre Kinder und Enkel. Du hast noch eine dritte Geschichte erlebt, oder? Ja, dritte Geschichte. Ich musste zum Zahnarzt gehen. Ich gehe jetzt nachher zu jemand anderem am Freitag. Wann ist das passiert, jetzt die nächste Geschichte? Das war am Mittwoch. Das war gestern. Und ich hätte eigentlich einen Zahn flicken lassen, wo es ein Loch hat. Und dann bin ich dort gegangen und da hat es geheißen, sie müssen jetzt Maske tragen und müssen die Hände desinfizieren. Und ich so, sorry, muss ich nicht. Ich muss keine Maske anlegen. Ich kann es auch testen, ich kann es sogar vorweisen. Ich kann es ihnen zeigen und dann sagen sie, ja, jetzt müssen sie es per Mail schicken, wir müssen es im Box schicken. Am BAG.
Und ich so, nein, kommt nicht in Frage. Also jetzt habe ich euch das zeigen können, das sollte eigentlich lange. Ich muss das euch sicher nicht per Mail schicken, das geht gar nicht. Und sie gesagt, ja, aber wenn die Ärztin kommt, dann müssen sie dann weiter schauen, oder? Dann müssen sie es mit ihr besprechen. Dann habe ich da auch wieder mein Nachteil genommen, zur Sicherheit, dass ich vielleicht die ganze Sache rechtlich regeln könnte. Mache ich auch nicht, ist mir ehrlich gesagt zu weit oder geht mir zu weit. Vor allem, das geht vielleicht über Jahre und das will ich nicht. Auf jeden Fall hat es dann jenste Diskussionen darüber gegeben, dass sie also eine arme Säge in der Zeit, wo der Lockdown war und sie halt nicht hat können arbeiten. Und ich habe auch gewisses Mitleid mit ihr gehabt. Man hat ihr die Panik auch wirklich noch angesehen. Und auch die Angst, dass sie zugemacht wird. Also es ist ja nicht ihre Praxis, sie arbeitet nur dort. Und eben, wenn jetzt das wiederkäme und der Corona bei ihnen wäre, dann müsste sie zumachen. Und sie sei so oder so an einem grossen Risiko ausgesetzt, wenn sie jedem ins Maul schauen muss. Da habe ich gesagt, ja, aber dann spielt es ja keine Rolle, dann können sie mir doch jetzt ins Maul schauen. Ja, aber sie tragen in der Freizeit keine Maske. Ah, oh, wow. Und ich so, ja, schön, ja. Also, ja. Es ist eine Diskussion hin und her gewesen. Ich habe gesagt, wenn sie mir jetzt das verweigert, dann ist es ja da eigentlich unterlassene Hilfeleistung. Sie hat gesagt, ja, aber sie haben keine Schmerzen mehr. Sie haben ja Antibiotika gehabt, mehr müssen sie eigentlich nicht machen, sie müssen mich nicht bedienen. Und dann haben wir eine riesige Diskussion geführt gehabt. Schlussendlich habe ich dann gesagt, schau, es ist besser, wenn ich gehe. Sie können das verweigern, wenn es für sie nicht in Ordnung ist. Und dann hat sie gesagt, ja, was machen wir so? Und ich gesagt, gut, danke vielmals und bin gegangen. Da weiss man, welchen Arzt man nicht mehr besuchen will. Wenn sie finden, dass das BAG der wichtige Kunde ist als der eigentliche Patient. Oder? Sie so ungefähr, ja. 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 Und es gibt ja viel Missverständnis. Die Leute meinen, BAG heisst Bundesamt für Gesundheit, aber es heisst natürlich Bundesamt für Grausamkeit. Und sie sind jetzt am Überlegen, das umzutaufen auf Bundesamt für Gesslerhüte. Aber es ist noch nicht durch. Sicher ist einfach das, wenn ich ein Arztzeugnis habe, hat das BAG keinerlei Anspruch, das zu sehen. Nein. Punkt. Und es ist auch, ich weiss, dass ich an den Druck mal passiert sind auf die Ärzte, weil die Geschichte, die du mir erzählt hast, habe ich jetzt 4 oder 5 Mal zugespielt bekommen, dass die Ärzte immer sagen, dass Druck hätte vom Back. Ich meine, da muss ich an das Schreiben rausgegangen sein, wenn man so jemanden zuspielen kann, noch so gern. Ich habe selber auch ein Erlebnis gehabt, gerade heute. Ich bin in Aldi gepostet, bei Siernach, Gloten. Und wir sind jetzt 2 reingelaufen und ich bin keine 5 Meter. Ich bin das erste Mal gepostet mit dem Attest. In der Schweiz, im Thurgau ist erst eine kurze Maskenpflicht. Ich bin keine 5 Meter im Laden gestanden. Da hat sich ein Typ für mich aufgebäumt. Irgendwie so 100 Kilo, 1,85, 1,88. Und er hat gesagt, sie müssen eine Maske tragen. Und dann habe ich gesagt, schaffen sie da? Dann hat er gesagt, nein, schaffen nicht, aber sie müssen trotzdem eine Maske tragen. Und dann sage ich, ja, ich brauche keine Hilfe, Sheriff. Also wenn schon, mal wir den Filialleiter anschauen. Und er hat gesagt, ich soll eine Maske tragen. Und dann hat meine Begleitperson gerade so, gesagt, wir haben einen Test. Und dann hat die 2 Zettel angehalten. Und hat gerade, was ich schade finde, weil ich finde, man hätte es ihm nicht zeigen sollen. Gerade einen Scheiß dran gehabt. Aber er hat gesagt, ja, willst du wissen, was das für ein Arzt ist? Und er denkt, das willst du gerne wissen. Und dann hat er nochmal etwas Dummes gesagt, etwas gerummelt. Und dann haben wir es nicht können nehmen lassen. Mir gerade so während ich bin an die Wand gegangen, etwas aussuchen und habe dann vorbildlich in den Ärmel hineingehuscht. Ich hatte so eine Hustattacke gehabt, also nicht können unterdrücken. Und das war im Garten zu viel gewesen. Genau, hat er nochmal etwas gesagt, dann habe ich gesagt, ich kann mit anderen Nazis spielen. Dass er ein Hochdeutsch, dass er Hochdeutsch geredet hat, ist also das Nazi-Kompliment noch besonders gut eingefahren. Er ist dann losspaziert, strammen Schrittes, hat Unterstützung gesucht und dann ist hat doch etwa 2 Minuten gedauert im vollen Laden. Da steht der alte Mitarbeiter vor uns. Und dann haben wir gesagt, wir haben gesagt, Test. Und dann hat sie gesagt, wir haben gesagt, Test, ob sie das sehen können. Dann haben gesagt, eigentlich dürfen sie es nicht sehen, aber wisst ihr was, wir zeigen es ihnen. Und dann haben wir es gezeigt. Dann hat sie es kurz angeschaut. Und dann hat sie gesagt, tut mir leid, sie müssen es einfach machen. Und sie hat gesehen, sie hat auch keine Freude an dieser Windel im Gesicht. Und hat es wieder ziehen lassen. Sind wir in die Kasse reingegangen. Und dann von weitem habe ich schon gesehen, wie die Kassiererin mich da entsetzt anschaut. Ganz nette Frau eigentlich, ich kenne sie seit Jahren, gehe immer posten. Und dann noch bevor ich bei ihrer Nähe war, rief sie mir schon so halb zu, wo ist die Maske?
Dann habe ich gesagt, ich habe es Attest. Und sie weiß, ich habe es Attest. Und dann ist es gut gesetzt, dass wir freundlich bedient können gehen. Und dann, ja, dann habe ich gedacht, haben wir noch nicht genug, wenn wir noch ein bisschen weitergehen. Dann sind wir in Fressnapf gegangen, in Brickenbach bei Wiel. Und dort habe ich gerade gedacht, ich eine ganz scheisse Diskussion nicht haben, um ein scheiss Schüffeli zu kaufen. Habe ich gesagt, ja, ist auch einer entgegengekommen, habe ich gesagt, ja, ich habe einen Attest. Und dann ja schon, dann sagt er, sage ich gleich, und sagt, ah, Moment, kann ich die sehen? Dann sage ich, eigentlich muss ich sie ihnen nicht zeigen. Dann sagt er, schon, darf das nicht zeigen? Und dann sage ich, ja, aber wenn sie wollen, kann ich sie ihnen zeigen. Dann hat er gesagt, ja, das würde mich interessieren, habe ich nicht gesehen, wie es alles aussieht. Und jetzt habe ich leider jetzt viel verraten wegen der Filiale. Auf jeden Fall hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit dem Herrn. Und haben darauf aufmerksam gemacht, nein, ich darf nicht mehr erzählen an Cam. Ich habe die Filiale gesagt. Auf jeden Fall war es ein sehr gutes Gespräch gewesen. Und es würde mich nicht verwundern, wenn er bald auch nicht mehr eine Maske tragen kann. Weil er hat selber auch gesundheitliche Probleme gehabt. Wie auch immer, jetzt habe ich doch etwas verraten. So viel, wie ich wahrscheinlich kann. Es gibt, wie gesagt, vom Heinz Raschein ja einen Leitfaden, wie man das vermeiden kann, dass man überhaupt etwas zeigen muss. Und für das gibt es auf corona-transition.ch gibt es die Anleitung, wie man das machen kann. Er hat sich heute wirklich Mühe gemacht, sogar ins Pakt zu telefonieren, in die Warteschleife zu kommen und so weiter. Von Behörden kommt man keine Auskunft über. Mhm. Es ist nicht bekannt, dass schon mal Bussen gesprochen worden ist, irgendjemand, der keine Maske hatte. Es gibt nur die Verweise auf Hausrechte wird bezogen und so weiter. Was jetzt aber das Interessante ist, es steht, man müsse ein Attest haben oder besondere Gründe, medizinische oder besondere Gründe. Ja. Und dann fragt man sich, was sind denn andere besondere Gründe? Müssen wir nachweisen? Es steht aber nicht, wie der Nachweis aussehen muss. Da steht nicht, es muss ein Attest sein, das kann irgendetwas sein. Und blöd gesagt, kann man sich selber einen Nachweis schreiben. Und noch besser, es muss nicht einmal schriftlich sein. Theoretisch würde ein mündlicher Nachweis gelangen. Und jetzt kann ich euch sagen, ich habe ja meinen Lieblingspsychiater, ich muss sagen, ich habe mittlerweile zwei Lieblingspsychiater. Ich habe so viele psychische Schäden von der ganzen Corona-Scheiße, dass ich schon zwei Psychiater habe, eigentlich sogar drei. Und eines davon würde ich gerne lesen. Ich müsste allerdings das auf der rechten Seite vom Bildschirm sehen, damit ich das kann lesen, ohne dass ich da den Bildschirm, den Skiwerfer im Weg habe. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Auf jeden Fall würde ich das gerne, das ist jetzt ein bisschen schwierig, würde ich das, wenn ich Geduld habe, genau, er findet immer einen Weg. Jetzt sehen wir das und ich würde das gerne vorlesen. Und ich kann euch versprechen, es fängt ein bisschen trocken an. Das ist bewusst so. Er hat sich informiert und ein Kollege hat ihm gesagt, es ist immer gut, wenn man mit ein paar Paragraphen anfängt. Die meisten, sein Bruder hat ihm gesagt, die Leute, die sich aufblasen, sobald sie Paragraphen sehen, schrumpfen sie wieder auf die Größe zurück, die sie eigentlich haben. Und darum fängt der Text ein technisch an. Aber bleibt bei mir, ich verrate euch ein grossartiges Finale. Nachweis. Sehr geehrte Damen und Herren, Zürich, den 20.10.2020. Sehr geehrte Damen und Herren, dieses Dokument führe ich mit mir und zeige es Ihnen, weil ich gemäß Artikel 3a Absatz 1 Lit b sowie Artikel 3b Absatz 2 Lit b der Verordnung über die Maßnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 19. Juni 2020 Covid-19-Verordnung besondere Lage SR 818.101.26 Stand am 19. Oktober 2020 nachweisen soll, dass ich keine Gesichtsmaske tragen kann. Ich schicke voraus, es steht nicht in der Verordnung, dass ich das schriftlich nachweisen muss. Es liegt also von meiner Seite her eine Übererfüllung des Solls vor, indem ich Ihnen diesen Nachweis zeige. Ich könnte darauf beharren, es Ihnen nur mündlich nachzuweisen und Sie bei Nichtbeachtung anzuklagen, mich einer Lüge zu bezichtigen. Klammer diverse Straftatbestände ihrerseits und geschuldeter Schadenersatz. Es ist also allein meinem guten Willen geschuldet, dass ich mich hiermit schriftlich äußere. Zweitens, es steht in der Verordnung, dass besondere Gründe nachzuweisen seien. Es steht nicht, dass nur medizinische Gründe gelten. Falls Sie nur solche geltend machen lassen wollen, machen Sie sich der Nichtbeachtung der bundesrätlichen Verordnung schuldig. Es drohen die oben genannten Folgen zuzüglich Rückforderungen an Sie wegen von Ihnen unnötigerweise verursachten Arztkosten. Meine Gründe. Ich bin kerngesund, huste und niese nicht und stelle somit keine Gefahr für andere dar. Mir wurde in Kindheit, Jugend und jungem Erwachsenenalter oft der Mund zugehalten und verboten. Wenn ich nun gezwungen werde, mir etwas vor den Mund zu halten, halte ich das heute nicht mehr aus. Drittens, meine Spiritualität gebietet mir, frei zu atmen.
Glaubens- und Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit. Viertens, als logisch denkender Mensch ist mir klar, dass keine außerordentliche Gefahr besteht, auch wenn das Gegenteil behauptet wird. Ich müsste meine Logik vergewaltigen und meine Verantwortung als Teil der Gesellschaft vernachlässigen, sowie meine Ehre kränken, wenn ich so täte, als hielte ich die Angstmacherei, und jetzt kommt ein Ziele für Ziele, das grandiose Finale, als hielte ich die Angstmacherei für begründet und hieße sie gut, indem ich mir etwas von dem Mund halte. Diese Gründe führen dazu, dass, wenn mir jemand etwas vor den Mund zwingen will, mich Nachhallerinnerungen überschwemmen, worauf mich extreme Wut, Aggressivität, Amok-Fantasien und noch Tage später Rachegelüste packen. Diese sind kaum zu kontrollieren und wenn, dann nur mit größter Mühe. Deshalb besteht jederzeit die Gefahr eines Blutbades. Es kann sein, dass ich dem Gegenüber, das auf mich auf solche Weise nicht respektiert, Klammer, und mich zum Beispiel nicht einlassen, transportieren oder aushungern will, Klammer zu, unmittelbar ins Gesicht springe und ihm die Nase abbeiße oder dass ich mir seinen Namen merke, es später privat aufsuche und ihm die Augen aussteche. Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. Da kann man sich jetzt fragen, ist das legal? Yeah. Oder? Aber ich denke, er ist ja Psychiater, wenn er sich etwas denkt dabei. Ja, ja. Er ist ja der Anwalt. Mhm. Aber ich habe mir überlegt, ich denke, man macht sich wahrscheinlich nicht strafbar, weil man will den Text ja gar nicht zeigen. Aber die andere Person verlangt einen Nachweis und den Nachweis druckt man ihm in die Hände und dann sagt man einfach, wie man sich fühlt und wie man sich selber den Nachweis ausstellt. Ich wäre also sehr, sehr gespannt, was Anwälte dazu sagen. Und der Psychiater hat mir geschrieben, dass er jetzt mit dem Nachweis, es muss ein Nachweis sein, kein Attest, ein Nachweis langt, dass er jetzt mit dem Nachweis gar nicht passt. Toni Stricker, du darfst mir gerne einen Nachweis einstellen. Ich finde es einen grandiosen Text. Ich tue den auf Telegram, exklusiv für Telegram-Leute. Ich bin auf YouTube jetzt eine Woche blockiert und so straft. Und ich jetzt, also nicht so belohnt, und ich alle Leute, die jetzt auf Telegram gehen, besonders gut bewirtschaften mit exklusiven Audiosachen. Wir sind bereits über 5'000 Leute jetzt, die mir folgen. Das ist schon halb so viel wie bei meinem YouTube-Kanal. Und es wächst munter weiter. Ganz wichtig, geht auf meine Webseite stricker.tv. Hinterlasst dort eine E-Mail-Adresse beim Newsletter. Im Moment habe ich noch nichts verschickt. Aber mittlerweile sind es über 1'000 Adressen, die ich habe, obwohl ich nur 2-3 Mal aufgerufen habe. Bitte lasst mich wachsen, weil wenn ich überall gesperrt werde, für nichts, für einen puren Mundbitz, dann könnt ihr dort weiterhin von mir die Informationen beziehen. Weil etwas kann ich euch sagen, ich bin ein Steher, ich knicke nicht ein, es geht weiter. Und wenn ich am Schluss nur noch aus dem Fenster rausrufe. Da kann man auch noch schnell... Ja genau, das ist die Webseite, die man da sieht, stricker.tv, da könnt ihr drauf gehen. Trägt euch bitte ein, das ist sehr hilfreich. Übrigens, bei Facebook werden die Untertitel eingeblendet, da kann man leider nicht, wo man selber ausschalten, wo kann man das machen? Unter dem Zahnrädchen, wenn euch das fest stört, könnt ihr die Untertitel ausschalten, weil Facebook versteht nur Hochdeutsch. Sodli, und was bedeutet das für euch? Wie geht es bei euch weiter? Hat jemand etwas zu ergänzen? Ja, also von meiner Seite her ist es so, dass ich gemerkt habe, die Leute, also ich war letztens eingeladen in einem Kollegenkreis und dort ist sehr viel Pro, Contra auf Maskenpflicht gesprochen worden. Und ich bin dann so ziemlich Sieben Leute sind wir gewesen. Und wie ist die Meinungsverteilung gewesen, weißt du das? Also so, eine Person hat gewusst, die ist neutral, die sagt nichts, aber hat mich so lächeln, dass ich so auf die Zunge gebissen habe und schon gesagt habe, ich sage jetzt einfach nichts. Weil sie gewusst hat. Weil sie gewusst hat, oh, der weiss, der hat so eine ziemlich andere Meinung gegenüber dem. Aber ich habe gefunden, nein, ich bin da eingeladen und will jetzt nicht da stören. Und bin wirklich dann so richtig auf die Zunge gebissen und muss sagen, verdammt nochmal, ich sage jetzt einfach nichts. Und nachher hat dann eine angefangen das Gegenteil sagen. Und jetzt habe ich gewusst, jetzt kann ich losschreien, jetzt kann ich sagen, quasi jetzt deine Meinung vertreten, meine Meinung vertreten, habe sie unterstützt. Und dann ist eine dritte Person dazugekommen und voilà, da. Die Meinung hat auf 180 Grad gedreht bei allen. Bei allen? Bei allen. Und das hat mich eben so verwundert. Auch erschreckt, weil schlussendlich vertreten niemand wirklich seine Meinung, sondern man geht auf die Gruppendynamik los. Und die Gruppendynamik, das ist eben das Gefährliche, was jetzt auch passiert. Mhm. Ich glaube, niemand ist wirklich bereit, oder viele sind nicht bereit,
um die Maske zu tragen, aber man macht es halt, weil der andere das halt auch macht. Das ist der Mitläufereffekt. Mitläufereffekt, und da gibt es ganz viele Dokus darüber, wie das halt funktioniert mit diesen Menschen. Mhm. Es gibt ja, ja. Ja, ich denke auch, es ist, wie du richtig gesagt hast, und du jetzt auch, wo ich das Problem einfach sehe, ist weniger beim Verkaufspersonal, sondern mehr der Druck von oben. Und die Blockwart-Thematik und die Hilfsscheren-Thematik, die wir haben, finde ich ganz extrem. Weil mir fällt auf, es sind zwar, ich sage immer klar, wenn 100 Leute im Laden sind und 3 einem ansprechen, ist es klar, das ist nicht die Mehrheit. Aber es gibt einen grossen Anteil von Leuten und in der Schweiz bei uns sehr hohen Anteil, auch in Deutschland vor allem. Ich weiss nicht, habe mich selber gefragt, war da Leute so ein bisschen der, ich sage immer, den Nachbar beobachten. Also quasi, was macht der Nachbar? Hat der Nachbar den Garten schön gepflegt? Wir tun uns bei ihm einmischen. Und die Blockwart-Thematik ist so extrem. Eben, dass der andere belehren, oder hat keine Maske, dann müssen wir darauf hinweisen. Und da frage ich mich, was das liegt, oder? Und ich sage, die Gesellschaft wird immer extremer, oder? Weil das ist natürlich auf da, tut der Bundesrat auch setzen mit dem Ganzen, oder? Weil die haben in der Pressekonferenz nicht klar kommuniziert. Man hat die Möglichkeit mit dem Attest. Es gibt Leute mit gesundheitlichen Problemen. Es gibt viele Leute, die Asthma zum Beispiel haben. Psychische Erkrankungen, Panikattacken oder und so weiter. Oder durch das Tragen von der Maske erst vollgeschädigt überkommen. Ganz korrekt, richtig. Mhm. Und da wird zu wenig erwähnt, oder? Der Bundesrat macht eine Pressekonferenz, Stunde oder eineinhalb Stunden lang, geht aber nur auf die Verordnung und auf die Thematik. Aber dass es Ausnahmen gibt. Und da merkt man auch bei der SBB, bei diesen Durchsagen, da müsste es doch heissen, Leute, die es getestet haben, sind damit ausgenommen. Oder Leute mit gesundheitlichen Problemen. Und das ist klar, wenn jemand ohne Maske im Zug sitzt und da so eine Durchsage durchgeht, alle müssen Maske tragen, das ist klar, alle Blicke gehen auf die Person, die keine hat, und der Druck fängt an. Und da haben wir jetzt auch in der Geschichte vielfach immer erlebt, immer wieder verschiedene Szenarien, wo der Gruppendruck so viel kann ausmachen kann. Das sehen wir ja früher noch bei der Schulzeit, oder? Wir sind alle mal in die Schule gegangen. Ähnliche Thematik, oder? Genau. Es ist wirklich, das Mitläufertum ist erschreckend. Ich habe vergessen zu sagen, in dem zweiten Laden, wo ich war, bin ich in das Regal gelaufen und da ist ein Bär reingekommen, so um die 60er. Hey, wie hat er keine Maske an? Hat der Arzt wieder gesagt, oder? Hat die Konfrontation gescheut. Ich habe mein Käppli an, fick dich, ich habe einen Test. Aber die Leute lesen es einmal zu spät, oder? Ja. Ich habe jetzt gedacht, ich soll es immer umgekehrt anlegen. Und wenn mich jemand anspricht, sage ich, oh, Entschuldigung, ich habe es verkehrt angelegt. Und dann soll ich es anlegen. Da muss ich mich da selber noch dran gewöhnen. Auf jeden Fall, ja, es ist unglaublich, was mit uns gemacht wird, und es ist auch unglaublich, was wir mit uns machen lassen. Ist für euch das nicht auch erschütternd? Als ich heute bin posten, habe ich wirklich gedacht, jetzt muss ich posten, ich habe mir Gedanken gemacht, Mist, jetzt muss ich ohne Maske dort rein, oder? Also muss ich, will natürlich, aber jetzt Konfrontation wird es zwingend geben. Das heisst, jeder von uns, obwohl er einen Test hat, egal was für einen Grund das hat, aber das einfach nicht will zeigen, jetzt wird jeder Einkauf einen Spiessrutenlauf. Das ist die Frage, wo ist natürlich die Grenze? Oder das ist die Frage, die wir alle uns stellen müssen, als mittlerweile 8 Millionen Schweizer, wo ist die Grenze? Jetzt haben alle Maskenpflicht und müssen alle quasi eine Maske anlegen und es wird von oben diktiert und der Druck ist vorhanden. Wird das Gleiche beim Impfstoff passieren? Wo ist die Grenze? Nein. Wie weit geht die Regierung? Weil es heisst schon immer, also ich diskutiere eben mit vielen Leuten, wo mir das Argument bringen, ja, lass Robin, Maske ist ja nicht so schlimm quasi, oder? Da kann man jetzt mitmachen, aber bei der Impfung, wenn dann da kommt, dann bin ich auch dagegen, oder? Das sagen viele Leute das Argument. Sagen viele Leute. Richtig. Ja. Aber ich sage einfach, sind denn die Leute wirklich dagegen? Mm-mm. Oder sagen sie doch einfach, ja, mich darf dort dann nicht mehr reisen. Weil ich sage, da, wo die Regierung jetzt mit der Maske gemacht hat, werden sie ziemlich mit sicher auch mit der Impfung machen. Ja, genau. Das werden sie durchsetzen. Eben, sie werden uns, das sage ich jedes Mal, nicht auf Pritschen schnallen, zwangsläufig, Nein. Wie bei einer Flug über das Kuckucksnest, aber sie werden uns einfach nötigen. Mhm. Man kann vielleicht nicht mehr dort arbeiten, wo man will, man kann nicht mehr dort posten, wo man will, man kann nicht mehr dort hinreisen, wo man will. Und so können sie es dazu zwingen. Allerdings habe ich doch noch die Hoffnung, dass dort der Widerstand enorm ist. Weil bei der Maskenpflicht, sage ich mal, das ist für viele Leute einfach ein notwendiges Übel. Machen wir halt das eigentlich. Aber wenn es wirklich darum geht, sich etwas in die Venen spritzen, wo man dann hoffentlich wenigstens die alternativen Medien von den Alternativschäden dann hin und wieder mal etwas liest, das ist schon ein Unterschied, ich denke ich. Ich habe mal ein ZDF-Doku gesehen, wo es darum gegangen ist, herauszufinden, wie leicht Menschen manipulierbar sind. Und dann haben sie gesagt, jetzt tun wir einfach die blaue Augen haben, diskriminieren und die anderen lassen wir alle durch. Das waren etwa so 50 Personen.
Und dann haben sie die rausgepickt, die blaue Augen hatten. Die haben es einfach wirklich schlecht behandelt. Also weiss da, also Moment, das ist ein Versuch. Das ist ein Versuch, das sind alles Versuchskaninchen gewesen. Mhm. Die haben das auch gewusst gehabt, dass das Experiment stattfindet. Aber nicht genau, was für eins. Nicht genau, was für eins. Und dann ist wirklich nur darum gegangen, die mit den blauen Augen tun wir absetzen. Das sind schlechte Menschen. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Blauäugige verkaufen besser. Und dann ist etwas Interessantes daran gewesen. Sie haben dann gesagt, wir starten jetzt das Experiment. Dann sind all die Nicht-Blauäugigen sind dann in einen Raum gekommen. Dann haben sie gesagt, schauen Sie, wir machen jetzt das Experiment. Und wir müssen jetzt einfach sagen, dass Blauäugige nicht so gescheit sind wie normale Menschen. Und zwar aus dem Grund, dass die Sonne, die reinkommt ins Auge, sozusagen das Hirn verändert. Und tatsächlich hat es Leute gegeben, die dann am Schluss gesagt haben, das haben sie geglaubt. Das haben sie wirklich geglaubt. Sie haben gedacht, das stimmt wirklich. Das war vor Corona, das Experiment. Das ist 2018, haben sie das gebracht. Ja. Die Doku gibt es wahrscheinlich schon länger. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie sie heisst, aber sie war wirklich hochinteressant gewesen, wie einfach die Leute. Die haben dann auch einen Raum gestartet, wo die Blauäugigen dann in der Mitte gewesen sind. Und sie haben dann müssen Parolen vorlesen, dass Blauäugige blöd sind, dass Blauäugige nicht wirklich in die Menschengruppe gehören. Und die von oben herab, sie haben auch einen Test gestartet, nachdem sie fertig gemacht worden sind. Und sie, die Blauäugigen, haben schlechter abgeschnitten als die anderen. Die anderen haben aber gewusst, wie der Test funktioniert. Und die anderen sind gar nicht darauf vorbereitet worden. Und die sich gewehrt haben, dann die anderen haben dann gefunden, ja, der macht es gegen uns und der tut das so nur blöd. Nur Blauäugige haben sich gewehrt oder auch Braunäugige? Nein, Blauäugige haben sich gewehrt. Ein einziger ist mal aufgestanden und hat gesagt, so sicher nicht. Und ist dann auch rausgegangen. Aber die anderen sind geblieben. Das ist so, sie haben sich auch vorher ein bisschen gewehrt und haben gesagt, das geht gar nicht, was da läuft. Ich glaube, 3 oder so sind rausgegangen. 3 Leute. Und auch von der Gegengruppe, wo die Dynamik so in ein Verein gekommen ist und so ein bisschen, es ist lässig da unter Fertigmacher und so. Da hat es einen einzigen gegeben, der nachher gesagt hat, nein, ich mache das nicht mit, ich gehe raus. Und das ist eben das, es sind 50 Leute und alle haben es mitgemacht, alle machen das mit und merken nicht, was wirklich mal passiert mit ihnen. Das ist das Schlimme an dieser ganzen Geschichte und das wiederholt sich immer wieder in der ganzen Weltgeschichte. Das Problem, was wir heute haben, wir können nicht rausgehen. Der hure Scheiß ist überall. Ja, der Scheiß ist überall und um das mal erkennen, braucht es viel. Es braucht viel. Es muss vielleicht sogar Tote geben, dass es gewisse Leute erkennen. Es gibt ja noch ein anderes Experiment. Das ist das ist auf YouTube umgegangen, schon vor Jahren. Ich habe da noch Zögern gehabt, das stimmt. Man kann so etwas auch faken. Heute bin ich sicher, es ist wahr. Da sieht man Personen im Warteraum, zum Arzt oder irgendetwas. Kennen das vielleicht? Ja. Und dann die geht in den Warteraum rein und dort sitzt eine einzige Person. Und dann sitzt neben die Person an und dann geht es so 30 Sekunden, macht es Beep oder ein Alarm, so sie reden. Alter, dann steht sie auf und sitzt ab, dann schaut die Neue zu und stoßt, denkt sich, was hat jetzt die gemacht? Dann gibt es wieder ein Beep, die steht auf und sitzt ab und ich denke, sie hat das gemacht. Und im dritten Mal stehen beide auf. Kommen mehr Leute rein und je mehr da sind, desto einfacher wird es. Dann stehen plötzlich 6 Leute auf und sitzt ab, 6 Leute stehen auf, dann 8 und dann 10. Und die Person, die das Ganze initiiert hat, kann auch wieder gehen. Und niemand, und die anderen machen einfach weiter. Also totaler Mitläufereffekt. Und da gibt es noch das Stanford-Gefängnisexperiment, und das kennt ihr, das kurz zusammenfasse, gibt einen guten Film mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle, wo man quasi 2 Gruppen gemacht hat, beim Stanford ist das, gell? Stanford-Experiment. Ja. Und dort hat man ja auch quasi die einen Leute Wärter und die anderen Gefangene aufteilt und man hat das in die Experiment schnell müssen abbrechen, weil die Wärter eine gewisse Art von Sadismus entwickelt haben, glaube ich, oder? Ja. Kann man nachlesen. Aber es gibt auch die Welle, sagt sicher auch jedem etwas. Ja, das war auch ein Experiment von einem Lehrer, der den Schüler sozusagen aufgefordert hat, um an diesem Experiment mitmachen, weil einer gefunden hat, ja, der Zweite Weltkrieg, wie haben die Leute doch nur mitmachen können. Und er hat nur aufgezeigt, wie einfach das Ganze eigentlich ist.
Und das ist erschreckend. Wir sind eigentlich jetzt die Unterdrückten, die in Masken rumlaufen und auch ein bisschen dagegen sprechen. Wir sind die Gesslerhüte, wir sind die Rechtsextremen, wir sind alles ein bisschen. Und die Frage ist einfach... Meinst du Aluhüt? Gesslerhüte? Ja, Aluhüt, ja. Sorry, Aluhüt, ja genau. Und das ist ein Experiment, und zwar ein riesiges weltweit. Ja, zum Anfang ist ein riesiges Menschheitsexperiment und ich würde sagen, 20er Jahre von diesem Jahrhundert gehen ein als das Jahrzehnt der Vollidioten. Ich sage nicht mal Vollidioten, es ist einfach das Mitlaufen. Es ja, ist so ist einfach. Ja. Selber studieren ist da nicht mehr, da kannst du nicht mehr. Also da wollen viele halt nicht mehr. Eben Vollidioten. Ja, ja, was mich noch spannend dünkt, ist da, ich hätte nicht gedacht, dass alle Kulturen, alle Länder so mitmachen. Ich hätte vor allem gedacht, Schweiz und Deutschland von der Kultur her würden das eher mitmachen, weil der Schweizer und der Deutsche ist einfach kulturell eher ein bisschen mehr obrigkeitstreu und man macht, was gesagt wird quasi. Aber Franzosen, ja. Revolution. Eben, und das ist da, oder? Ich habe mir jetzt vorgestellt, gerade mit der Gelbwesten, oder gerade Frankreich, wo Streiken, Gewerkschaft, oder gerade so ein bisschen die Revolutionsbewegung dort in Frankreich runter, dass da ein bisschen mehr Widerstand kommt. Oder irgendwie, oder weißt du, der Temperament von Italiener oder weißt du auch nicht was. Aber dass jedes Land da mitmacht. Klar, wir haben viele Demonstrationen, auch Proteste in London. Ihr könnt in Argentinien gibt es Strassenschlachten. Aber man liest halt nicht davon, oder? Richtig. Aber man muss es auch verbergen, das Ganze, oder? Mhm. Wenn wirklich etwas passiert auf dieser Welt, kriegen wir es ja gar nicht mehr mit über. Ja, eben, es ist ganz schwierig. Ja. Robin, ich hatte es auch... schon gut. Nein, eben, wie du sagst, es ist komplett... Das Problem ist, dass wir es nicht mehr mitbekommen, oder? Dass... Demonstration oder auch zu London, dort die grossen Proteste, die es jetzt gegeben hat, also in den Hauptmedien habe ich nichts gelesen. Ich habe wo ich schaue, wo die Demonstrationen live verfolgt werden, ist zum Beispiel auf RT Deutsch, wo sie immer wieder bringen in ganz Europa. Aber süß in den Medien, auch Berlin ist einfach da so ein Reichstagsturm gezeigt worden, aber dass da wirklich so viele Zehntausende, Hunderttausende Leute auf der Straße sind, dass ein Robert Kennedy Jr. oder wie heißt er da, wo auftritt ist. In Berlin, ja. Verschwiegen wird in den Medien. Also ja, das ist praktisch totgeschwiegen, genau. Ja. Das ist der Oberhammer, oder? Und das Perfide ist auch, jetzt werden die Fallzahlen aufgeschäst, wie es nur geht. Und dann werden aber wenig Leute daran sterben. Und dann wird es heissen, Masken nützen. Darum haben wir milde Verläufe, weil die Masken einen Teil vom Virus fernhalten. So schießt das kommt jetzt auf uns zu. Da haben wir in dem ganzen Frühlingssommer, wir haben es gar nicht probiert, so etwas zu etablieren. Da haben wir noch alle Fakten spielen lassen. Aber jetzt haben wir das Problem, jetzt haben wir die hohen Fallzahlen. Und jetzt werden auch Leute, die Herzinfarkt haben, oder ein TÜV-Unfall, oder weiss ich was, werden sie können mit dem neuen Testregime, wo es da viel, viel sensitiver oder sensibler testet, Entschuldigung, ich weiss das nie, den Unterschied, also einfach viel mehr positiv ausstehen, werden wir jetzt plötzlich ganz viele Covid-Tote haben. Eben Herzinfarkt, Hirnschläge und so weiter. Dann heisst es plötzlich, Covid gibt Hirnschläge und so weiter. Und das ist eine ganz, ganz grosse Gefahr. Und die einzige Zahl, die uns übrig bleibt, um den ganzen Mundbiz zu entlarven, ist die Übersterblichkeit oder eben die mangelnde Übersterblichkeit. Aber die Sache ist halt auch, im Moment sterben die Leute an den Massnahmen. Es gibt Selbstmörder, es gibt unbehandelte Patienten in ganz vielen Bereichen. Es ist ganz, ganz, ganz gefährlich, was jetzt passiert. Und das Lustige ist halt, damit man viel durch den Kopf ins Spital geliefert wird, kommst du als Corona-Positiven raus. Ja, das Meme gibt es ja, oder? Mit der Corona, viel im oder? Kopf. Anstatt dort viel, oder? Ja, genau. Das ist ja der grosse Witz an dieser ganzen Geschichte. Ich denke, das Gefährliche ist, dass man die Realität nicht mehr sieht. Oder? Die haben ja auch Umfragen gemacht. Ich glaube, ich weiss nicht mehr, ARD oder wer das war. Und dann die Leute gefragt, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn sie jetzt da Corona überkommen, dass sie sterben. Oder? Da haben zum Teil Leute mit 30-40% oder weißt du, was geantwortet. Und mich tut das einfach die Realität der Leute. Am Anfang habe ich es auch unterschätzt. Ich habe gedacht, viele Leute machen es einfach mit, weil sie es blöd finden. Aber es gibt einen enorm grossen Anteil an Leuten, die wirklich Angst haben vor dem. Und die Frage ist, wie können wir auch ihr zwei, wie können wir den Leuten die Angst nehmen? Weil ich merke einfach, auf Fakten können wir nicht mehr basieren. Weil Fakten sind da. Es gibt eben Stricker TV, es gibt den KenFM, wo ein riesen Publikum langsam hat, europaweit. Es gibt andere Plattformen und die Fakten werden offengelegt, oder? Weil mehr wie das kann man nicht mehr bringen, weil mittlerweile nach 8 Monaten sind Fakten auf dem Tisch. Und da frage ich mich einfach, was kann man noch machen, um den Leuten eben die Angst zu nehmen? Es wachen ja immer schon mehr Leute auf, oder? Wenn man ein bisschen schaut, oder? Also, es kommen auch immer mehr Leute, die deinen Kanal abonnieren.
die Leute kommen schon langsam. Nur viel zu langsam halt. Ja, genau. Und es gibt auch Juristen, die jetzt wirklich langsam Druck machen, aber halt zu langsam, weil sie müssen ja natürlich auch Schritt für Schritt planen und dürfen es auch nicht immer publizieren, dass sie jetzt etwas machen, oder? Mhm. Und das ist ein riesen Akt, wo da passiert. Mhm. Und vielleicht sind sie zu spät. Es sind einmal Helden und stille Helden, wo wir haben. Mhm. Aber ich persönlich finde einfach, wir müssen langsam aufwachen und in den Zeug anfangen, zum Beispiel die Maske abziehen. Und wenn es nur 10 Leute sind, dann machen wir es. Wir müssen langsam selber unsere Helden werden. Ja, ich denke eben genau, was der Robin gesagt hat, das ist etwas, was ich selber unterschätzt habe, wo mehrere Interviewpartner jetzt auch schon gesagt haben und ich nie so ernst genommen habe. Mhm. Es ist wirklich, die Leute haben Angst. Ja. Und ich habe das wirklich unterschätzt, weil ich habe so keine Angst vor dem Scheiß. Ja. So nicht. Dass es für mich absolut irrational ist, dass ich denke, schau mal, musst du nur mal die Statistiken anschauen von Schweden oder New York oder Italien oder Spanien. Meine, Spanien hat krasseste Maskenpflicht seit dem Mai. Und da ist 2 Monate nichts passiert. Da kann man sagen, Masken haben gewirkt. Dabei ist natürlich nur Sommerzeit gewesen. Und jetzt gehen die Fallzahlen genau gleich auf wie überall. Viele Menschen haben nicht. Moment. Habe ich gemeint, ja, jetzt seht ihr das alle, aber die Leute sehen es nicht. Und darum probiere ich jetzt das mit Emotionen zu mischen. Einfach müssen wir mal einen Psychiater haben auf dem Stuhl. Anwälte habe ich jetzt gehabt, aber wo ist der Psychiater, der das mal allen Leuten erklärt? Ich sage einfach, viele Leute haben auch nicht Angst vor dem Corona, sondern Angst vor den Massnahmen und was die Regierung und die Polizisten zu tun, machen können mit ihnen. Mhm. Vor allem auch, es hängt Existenz an dem Ganzen, oder? Wenn sie es nicht machen, dann wird ihnen ihre Praxis zugemacht. Mhm. Das macht Angst. Und ich verstehe es auch. Also, vollkommen. Ja, das ist halt die gesellschaftliche Ächtung, wo ich ich habe ja einen Bus bekommen, wo ich dann genau weiss, wie jetzt wird verfahren. Ich habe eine Einsprache gemacht, die Einsprache ist abgelehnt worden. Und ich musste es einschreiben, da im Dorf abholen. Mhm. Und ich habe mit den Leuten im Dorf leider ein sehr gutes Verhältnis, aber ich habe gemerkt, die Person, die jetzt müssen das Einschreiben rausgeben von der Staatsanwaltschaft Bern, die hat sich sehr unwohl gefühlt. Und ich habe nicht gewusst, ob sie mit mir Mitleid hat oder ob sie einfach grausam findet, was ich mache. Und ich habe einfach gemerkt, ganz viele Leute hätten ein riesen Problem damit, dass sie eine Post bekommen von der Staatsanwaltschaft. Also, weil das quasi wie ein Siegel ist, dass man ein schlechter Mensch ist. Und die Sache ist doch jetzt in dieser Zeit, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. So heisst es im Original, nicht wo Recht zu Unrecht wird. Das heisst, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Ich habe das immer falsch gesagt, ich glaube viele andere auch. Dann ist es eben so, dass eine Post für Staatsanwaltschaft ein Kompliment ist. So sehe ich das. Wo man sich als Ehrenbanner und mit dem Ehrenbanner kann da das Land spazieren. Ja, was mir einfach auffällt, ist wirklich, ich finde es schade, dass wir keine Opposition haben in der Schweiz. Dass es keine Partei gibt, die auch wirklich ansteht und da offen kritisiert. Oder weil ich denke, wir haben viele Themen. Sei es jetzt, ob wir über Zuwanderung abstimmen oder egal was. Es ist immer eine Partei dafür oder dagegen. Es ist eine SVP dafür oder eine SP dagegen oder eine FDP dafür. Und in diesem Thema nicht. Wenigstens eine gespaltene SVP. Würde ich so nicht sagen. Ja, es gibt ein paar Exponenten von der SVP, die kritisch sind, das ist richtig. Aber ich merke da auch keinen von den Parteien Widerstand oder es wird da mitgemacht, oder? Und das ist einfach krass, weil ich sage, wenn man in einem Land keine Politiker mehr hat oder keine Opposition. Und ich rede jetzt von einer Ernsthaft, ich rede jetzt nicht von irgendeinem Herrn Müller, der ein Nationalrat ist, der einfach etwas sagt. Ich rede von einer ernsthaften Opposition, wo man merkt, an die kann man sich wenden, die sind dagegen. Da fehlt. Wir sind alle viele Leute im alternativen Bereich unterwegs. Leute, Initiativen gründen sich, Elternkomitees und so weiter. Notrecht, Referendum. Ja, richtig. Alles von der Unterschicht her. Und von oben wird einfach alles mitgemacht und Barbara Müller ist eine von wenigen, die sich kritisch äußert. Da müssen wir uns bewusst sein. Es sind praktisch keine Politiker. Es sind im Thurgau keine sie, die sich kritisch äußert und zu uns praktisch niemand. Das Problem ist halt eben das, wenn man sich äußert, dann verliert man zwingendermaßen etwa 30%, die in der Panik sind. Wenn wir jetzt wirklich anfangen, ganz ehrlich reden, und das ist für die nächste Wiederwahl. Weil das Problem ist, du gewünschst dir unbedingt Stimmen dazu. Wenn du dich einfach so verhaltest wie alle anderen, dann wer willst du noch wählen, oder? Das ist ja genau unser Problem. Wir können gar nicht mehr wählen. Das heisst, dass am Schluss kommen die gleichen Leute wieder an die Macht und den Kopf rausstrecken, wie ein Roger Köppel, der kann sich's leisten.
weil der wird sowieso wieder gewählt mit dem, und der hat auch eine grosse Fanbase gehabt vorne, und der tut ihm nicht keinen Abbruch. Also bald, wenn man nicht so wesentlich ist, so ein grosser Name ist, dann kann man sich immer fragen, was habe ich überhaupt zu gewinnen, und Politiker denken sich halt immer zuerst, bevor sie Bürger denken, an die nächste Wiederwahl. Ich denke, richtig, genau, und das ist der Kernpunkt. Und darum ist es mir ganz wichtig, auch, dass wir eine Lösung bringen. Und ich denke wirklich auch in der Zukunft, wir haben ein Parteisystem in der Schweiz, also ich sage jetzt, behaupte jetzt mal 98% der Politiker in der Schweiz gehören einer Partei an. Und die Frage ist, ob wir uns als Querdenker, als Leute, die uns Gedanken machen, wollen politisch arrangieren oder ob wir uns von der Politik fernhalten. Und ich denke, die Frage ist, wollen wir uns in den Diskurs bewegen mit der Politik? Und dann müssen wir halt auch irgendwann als Ziel haben, eine Querdenkerliste aufzustellen oder irgendwo. Die andere Möglichkeit ist, dass wir uns nicht beteiligen politisch. Zum Beispiel in Stuttgart, glaube ich, der Michael Ballweg, der der Hauptkopf ist von Querdenken, lässt sich jetzt aufstellen als Bürgermeister in Stuttgart, weil er sagt, es ist wichtig, vor Ort etwas können zu bewegen. Ich denke, das wird auch unser Grundgedanke sein, dort, wo wir vor Ort sind, wo wir etwas können machen, etwas zu bewegen. Das Problem ist halt, wenn man die Vernetzung nicht hat, die Zusammenhang mit den Parteien, ist extrem schwer zum gewählt werden. Das gerade Barbara Müller hat gesagt, wenn jetzt die SP, wenn sie jetzt mit der SP sich überwerfen und sie nicht mit der SP wäre, dann hätte sie wahrscheinlich einen schweren Stand, wieder rein gewählt zu werden. Mm. Oder weil sie einfach dann ohne den Rückhalt von der Partei, die Leute wählen nach dem Parteibuch oft oder nach Partei denken, da müsste jetzt Barbara Müller schon sehr, sehr bekannt werden, dass man sie halt trotzdem wählt als Parteiunabhängige. Ich denke auch, dass Politik halt viel die Wahrheit sagen, die sind eher die halt dann abgesagt werden. Und die halt lügen, die kriegen halt, wie es halt in der Politik ist, mehr Recht über. Ich frage mich auch, vielleicht sind auch ein paar gekauft. Kann ja alles sein. Meiner Meinung nach ganz sicher. Und ich weiss nicht, ob sie gekauft werden, weil am Schluss profitieren sie einfach, wenn sie in den Gremien sitzen, Sitzungsgelder haben, dann kommen Forschungsaufträge an die ETH, an die Uni und so weiter, wo sie über den Scheiß forschen, ob jetzt das Messkel etwas bringt oder das Messkel etwas bringt. Da haben sie 500'000 Stutz für diese Studie, da haben sie 30,2 Millionen für diesen Scheißdreck. Ja, und so werden wir entrechtet und plündert als Bevölkerung. Aber je länger der Scheißdreck dauert, desto mehr Profiteure wird es geben. Ja, logisch. Da kommt dazu, dass die ganz Reichen, die haben eh kein Problem mit dem Shutdown, die wissen, nachher ist Ausverkauf. Also jetzt gehen Hotel zu, wenn der neue Lockdown kommt, und da hätte der Bundesrat eine Art schon angetönt gehabt, dass wir die Massnahmen planen, falls es nicht zurückgeht, und es wird nicht zurückgehen, weil die Maskenpflicht bringt einfach nichts. Das ist eben in Spanien schon beleidigt worden. Da heisst, wir sind zu wenig, weiß ich was, gewesen, und dann wird es wieder anfangen zu schliessen. Dann gehen die Gyms wieder zu, was sehr schlecht ist für das Immunsystem, wenn man nicht mehr gut trainieren kann. Dann gehen die Beizen zu, nur für 2-3 Wochen. Wir machen es nachher einfach an verschiedenen Orten in der Schweiz und immer wieder. Einfach so, dass immer mehr Firmen schließt. Und wer profitiert, das sind die Reichen. Mhm. Und da ist ein Vorwurf der linken Parteien, dass das nicht irgendwie wieder schaut. Ich meine, ich sage mal, dass die rechten Parteien die Reichen unterstützen und so, das ist ein offenes Geheimnis. Das ist ihre Wahlslogan, oder? Der erfolgreiche, also man muss sich schämen, zum erfolgreich sein. Ich lerne mir egal, wie man es geworden ist. Das ist so etwas, was die rechte Partei vorwerfen kann. Aber bei den Linken, da bin ich absolut desillusioniert. Dass da und der Witz ist noch, der grösste Wahn für die ganze Panik, der kommt ja von den Linken aus. In den USA ja auch. Das ist ja Biden, der sagt, ja, wenn ich gewählt werde, dann gibt es rigide Massnahmen. Ja. Und wenn man da ist, wenn jemand das sagt, als Präsidentschaftskandidat, wie man den noch wählen kann, ist unverständlich. Aber es wird, glaube ich, spannend am 3. November. Ich hoffe, dass natürlich das nicht passieren wird, oder? Ja. Wie der Trump hat gesagt, es ist am Abklingen, und das ist es auch. Man kann die Statistiken anschauen. In den USA ist im Moment relativ vorbei. Mhm. Mit den Todeszahlen, Fallzahlen hat man immer. Ja, also das heisst eben aus der Angst springen. Und die Frage ist halt, wie bringt man die Leute aus der Angst? Und ich glaube, irgendwie muss einfach die Not grösser werden als die Angst. Mhm. Und dann irgendwie kann es dann kippen. Was ich auch das Gefühl habe, ist, es gibt ganz viele Leute, die einfach auf die Schnorren hocken. Und ich habe schon das Gefühl, wenn man jetzt, sagen wir mal, 500 Leute hätte, wo wirklich ein bisschen aus der Kulturszene, Unternehmer, weiss ich nicht, wenn man einfach Leute wirklich anstehen, wir müssen es 1000 sein, dann können sie ganz, ganz schnell kippen. Und ich habe das Gefühl, dass das System, ich sage jetzt immer System, dass das die Regierung auch weiss. Sie wissen, das ist ein ganz dünner Zuckerguss über den Kuhfladen. Ja, ja. Und wenn der Zuckerguss mal anbröckelt und man anfängt, den Scheiß schmecken, richtig so gut schmecken, dann kann alles ganz schnell gehen.
Es müssen halt einfach nicht einzelne sein, es müssen mehrere sein. Ja, das ist leider so. Ja. Wobei ich denke, es muss nicht unbedingt sein, ich habe es heute gerade gelesen irgendwo in der Zeitung, dass in England, Großbritannien, das Einkommen seit der Corona-Krise um 25% drittog gegangen ist. Und bis jetzt haben wir eine Situation gehabt, dass es die Leute noch nicht gemerkt haben im eigenen Sack. Also man hat die Massnahmen natürlich mitgemacht, oder? Jeder hat es ein bisschen mitgemacht, ein bisschen Kurzarbeit. Und ich hätte es gar bisschen... noch gern Kurzarbeit. Lockdown ist also ich habe viel... Homeoffice, also, halb so viel arbeiten, gleich viel Lohn. Ich habe viele Kollegen gehabt, die gesagt haben, ja, super Lockdown, perfekt, dann habe ich zu Hause sicherlich mal wirklich rausschlafen, alles, oder? Kurzarbeit. Aber jetzt, wo wir langsam wirklich in die Rezessionphase reinkommen, ernsthaft, und jetzt ein gutes Interview mit dem Chef von Kreditreform, mit der grössten Inkassofirma, glaube ich, europaweit, wo ganz klar gesagt hat, ab November geht es los. Und dann wird es immer mehr so sein, dass die Leute ernsthaft werden spüren, im eigenen Sack, im Portemonnaie, werden ernsthaft die Probleme bekommen, der Staat wird dann nicht mehr gross Unterstützung können bieten, da, wo sie jetzt abgezogen haben. Und dann wird die, ich sage jetzt nicht Revolution, aber der Widerstand, der auf die Straße geht, automatisch in die Zehntausende, Hunderttausende gehen. Bin ich auch nicht sicher. Weißt du, bin ich nicht sicher. Es gibt Länder, die sind viel ärmer dran als die Schweiz. Jetzt schon. In Deutschland geht es viel schlechter als die Schweiz. Oder Italien geht es viel schlechter als Deutschland. Ja, aber dort in Deutschland ist der Widerstand auch ein bisschen grösser als in der Schweiz. Ja, aber weißt du, in Italien? Oder ich sage nur, das ist wie kein Indiz, weil man muss meinen, die Leute schnallen. Österreich ist übrigens auch der Widerstand schon ein bisschen grösser als die Parteien gewissen. Ich war vor einem Monat an einer Demo gewesen, dort waren etwa 200 Leute. Gewesen. Ah ja. Also nebenzu ist es so ein Markt gewesen, so ein Sonntagsmarkt, und dort jetzt rammeldicht. Schön mit Abstand natürlich, aber voller Platz. Ja. Und nebenzu hat einer verzweifelt um Gehör gerufen, blöd gesagt. Ja, und in Österreich werden da Gesetze verabschiedet, dass man jetzt anscheinend auf Beamtenebene können die Leute in Quarantäne zwingen, bis 30 Tage oder so. Da muss ja gar nicht mehr irgendwie ein Arzt-Test vorliegen oder so etwas, irgendein positiver Test vorliegen. Die neue Notverordnung geht so weit, angeblich, ich habe das nicht kontrolliert, dass da wirklich Leute können, einfach 30 Tage mal wegsperren. Ja, also sind ihr optimistisch oder pessimistisch, wenn ihr jetzt ein Verfalldatum auf die Pandemie geben müsst, also auf die Panik, was würdet ihr da sagen? Jahreszahl oder Monat oder Jahreszeit? 2022, wie es natürlich der Gates in der Tagesschau vorausgesagt hat, wie es der Bundesrat vorausgesagt hat, wie es Merkel vorausgesagt hat. Kennst du das? Ja, haben beide gesagt. Ich habe Bill Gates gesagt, er hat gesagt, die Pandemie, ich habe einen Film gemacht darüber, Pandemie endet 2022, weil Bill Gates hat es gesagt, und wer es jetzt wissen, wenn nicht der Bill Gates? Ja, nein, es ist einfach eine riesige Pandemie. wer etwas anderes sagt, der ist nicht aufgeklärt. Das Ganze ist geplant worden und wahrscheinlich schon länger, seit Jahren, fix. Also so etwas muss man planen, dass es so einschlägt bei den Menschen, dass es weltweit funktioniert. Und da bin ich halt jetzt ein Verschwörungstheoretiker. Es muss nicht sein. Recherchieren immer selber, weil ich will auch die Unwahrheit sagen. Aber ich sage, das ist schon bei der spanischen Grippe Plan gewesen, 1919, und haben wir ein bisschen recherchiert, ist auch komisch, dass zum Beispiel 20- bis 40-Jährige gestorben sind, nur die Gesunden und keine Ältere, keine Jüngere. Jetzt bei spanischer Grippe bist du? Ja. Und das Interessante ist, also da gibt es auch... Aber meinst du, haben wir solide Statistiken, die sagt, man sagt, es sind 20 bis 50 Millionen gestorben, man weiß es gar nicht genau. Auf Wikipedia. Ja, das sind 20 bis 50 Millionen etwa gestorben. Und dort steht, dass vor allem, und das sage ich auch interessant, dass vor allem 20 bis 40-Jährige daran gestorben sind. Aber es kann ja sein, dass die vom Krieg geschwächt heimkommen, weiß ich nicht, oder dass die geimpft worden sind. Oder was die sind auch wirklich geimpft worden. Ja. Aber nochmal, weißt, da redet es also von 20 bis 50 Millionen Toten, das ist so eine schwammige Zahl. Ja. Die Zahl sagt ja schon aus, man weiss nicht wirklich viel über die Grippe. Ja, auf jeden Fall ist es dann auch so gewesen, dass man mit Husten zum Beispiel, ich habe das alles im Internet recherchiert, und wie gesagt, ich kann nicht garantieren, dass es richtig ist, was ich recherchiert habe. Deshalb schaut es selber nach. Es gibt auch Zeitzeugen, also wo
ein Buch geschrieben hat und schon Briefe geschrieben haben, dass vor allem die gestorben sind, die im Militär gewesen sind und sich impfen lassen haben. Mhm. Und auch an diesen Impfungen, die drin gewesen sind, sei es jetzt Malaria oder weiss ich, was es alles gewesen ist, an diesen Massnahmen gestorben sind. Nicht durchs Husten. Und das Interessante ist, dass das Unfall ist das ein Unfall passiert oder bewusst? Nach deiner bewusst, Meinung? Bewusst. Ja, halte ich für steile These. Weißt, ich das ist immer, eine steile These. Ja. Es ist aber auch interessant, dass zum Beispiel nicht von einem Ort zum anderen Ort das Ganze ausgebrochen ist, wie es ja normale Grippe ja eigentlich dann ist, sondern an verschiedenen Standorten gleichzeitig ausgebrochen ist. Und woher weißt du das? Das ist, steht auch in dem Bericht. Ich kann jetzt leider nicht auswendig sagen. Ja. Ich sage, es ist eine steile These. Ich kann vollkommen, das ist wirklich, das ist jetzt Verschwörungstheorie hoch 3. Aber meiner Meinung nach kann alles sein. Und ich traue heutzutage der Regierung alles zu. Also ich habe etwas gelernt von meinem Bruder. Er hat gesagt, wenn man so mit so Thesen konfrontiert wird, früher hat mir immer sofort das Urteil gefällt. Er hat gelernt, das einfach nur noch zur Kenntnis zu nehmen. Nicht abzulehnen, nicht zu befürworten. Ja. Einfach mal im Kopf einsickern lassen. Und wer weiß, ein, zwei, drei Jahre später plötzlich stoßt man wieder auf etwas und merkt, am Moment, da führen ja Fäden dann doch zusammen. Ich selber finde es nicht unbedingt hilfreich jetzt, sondern Shutdown beenden, wenn wir anfangen, 100 Jahre zurückzuschauen oder eben schauen, was da für böse Kräfte an der Macht sind. Mir ist relativ egal, was ein Bill Gates macht oder eine Rockefeller Foundation. Es ist mir insofern egal, weil das böse Leute Böses wollen. Ich habe nicht gesagt, dass Bill Gates böse ist, aber das, sag ich mal, dass die Rüstungsindustrie Krieg will. Und dass die Landwirte nicht gerade hohe Tierschutzgesetze haben wollen, das ist in der Natur von der Sache. Und die Sache ist aber die, es ist nicht die Schuld der Bauern, dass das fordert, nicht die Schuld der Rüstungsindustrie, dass das wollen. Es ist die Verantwortung der Regierung und von der begleitenden Massenmedien und am Schluss von jedem einzelnen Bürger, dass er diese Sachen nicht ablehnen. Weil wenn die öffentliche Meinung genug laut ist, wenn wir das ablehnen, kommen sie mit dem Bullshit da nicht durch. Und ich denke, die Lösung vom Ganzen ist, dass die öffentliche Meinung lauter wird als die veröffentlichte Meinung. Und das ist noch nicht ganz so. Aber etwas ist klar, als ich im Mai auf dem Bundesplatz war oder schon im Ende Februar angefangen habe, also zuerst noch über Facebook und dann über YouTube angefangen habe zu streamen, dort war es wirklich ein reinsames Rufen im Wald gewesen. Alles total klar, es hat keinen Widerstand gegeben und nichts. Und irgendwann so im Juni, Juli, habe ich mich gefragt, ob es langsam kippt. Und dann habe ich gemerkt, ich konnte es nicht beantworten. Dann ist mir in den Sinn gekommen, allein, dass ich mir die Frage stellen kann, ob es kippt, zeigt, es kippt. Vielleicht kippt es nicht komplett, aber im März, April, Mai war es ganz klar gewesen, dass man keine Chance hat. Und mittlerweile, wenn man die Kommentare liest, also so Umfragen wie SRF, wenn man rechtzeitig hineinschaut, bevor plötzlich wieder alles anders aussieht, dann hat man plötzlich ganz, ganz viel Widerrede. Ja, aber wir sind trotzdem befehlshörig, oder? Es nützt natürlich nichts, wenn wir natürlich 20 Minuten oder sonst in einer Zeit geschrieben, ja, es ist alles scheiße, was jetzt momentan passiert, aber innerlich machen wir es ja gleich. Das, also vor allem jetzt im öffentlichen Verkehr. Dort hat man eigentlich nicht gross etwas zu befürchten, dort könnte man den Widerstand ansetzen, meiner Meinung nach. Und je mehr halt eben, wie gesagt, die Maske wirklich abziehen, umso weniger Probleme hätten wir. Ich denke einfach, wir dürfen uns nicht so viel Gedanken machen, wenn der Widerstand kommt. Weil ich sage, du hast gut gefragt vorher, wenn du denkst, dir ist das Ende von dieser Pandemie. Und ich denke, es gibt kein Ende in dem Sinn, es wird wie ein fließender Übergang geben von der Pandemie in soziale Unruhe. Und in Europa ist es jetzt schon länger her, wo wir da wirklich kein, also so, ich sage jetzt mal, nicht gerade, ja, durch die richtige Bürgerkriegsszenarien, aber wenn wir wirklich da reinkommen, dass Staatsverschuldung so hoch wird sein, dass wir Arbeitslosenquoten haben von gegen 10% oder weißt du was, weil ich auch mit einer Fachperson mal geredet habe, weil unser Schweizer Sozialsystem ist so ausgelegt, dass es eine Arbeitslosenquote um die 3% mittelfristig, kurzfristig mag verkraften. Wenn die längerfristig über 3% ist, dann kippt das ganze Solidaritätsprinzip, oder? Weil der beruht ja darauf, dass mehr einzahlen, blöd gesagt, wie das rausnehmen, oder gleich viel zumindest. Und ich kann mir da durchaus vorstellen, weil jetzt hat jeder Angst vor der Pandemie und so weiter, vor Corona und fokussiert sich auf das. Aber wenn nachher die Privaten, die Überlebensängste, also ich sage jetzt mal Jobängste, grösser werden, denke ich, die Leute kommen automatisch und werden, oder wie
sobald im Schweizer sein Einfamilienhaus in Frage gestellt wird, sobald das Thema vom Staat in die Träume geworfen wird, ja, Staatsverschuldung ist so hoch Enteignung. Oder das Problem ist halt, bis dahin sind wir längst schon pleite, weil wenn sie weiter anfangen, da eben Kurzarbeit finanzieren und andere Gefahr, Massnahmen, andere Unterstützung überschieben, dann können sie es so lange machen, weil dann jetzt eben all die bequemen Leute, die sagen, hat mir immer angeschissen, zu arbeiten zu gehen. Und dann mache ich lieber Homeoffice. Das ist eine Gefahr, aber ich finde es sehr interessant, was du sagst. Das heisst, also da sehe ich auch so. Also das heisst, jetzt ist die Pandemie vorbei. Hat am 1. Januar angefangen oder am 31. Dezember, aber es wird nicht am 31. Dezember aufhören. Es wird wahrscheinlich Schritt für Schritt zurückgehen. Meine Hoffnung ist auch, dass irgendwie 10, 20 Länder oder zum Beispiel die USA allein, wahrscheinlich auch schon lange, einfach zeigen Schluss mit dem Mumpitz. Und die, da hat der Rainer Reichenberger gesagt, die Länder, die zuerst mit dem Mumpitz aufhören, sagen wir mal, wie es durch Seuche gereicht haben, meinetwegen, kann man egal aus welchem Grund, wo es einfach schaffen, der Bevölkerung jetzt mitzuteilen, in der ganzen Panik hinein, dass jetzt genug ist und wir jetzt aufhören, die haben einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil. Ich weiss, Tansania ist jetzt bereisbar, ohne Problem. Also das heisst, dort wird, dort, wenn ich es richtig gelesen habe, Stand vor etwa 2-3 Wochen ist, die tun immer noch PCR-Tests machen, aber sie tun sie immer publizieren. Entsprechend lustig sieht auf Worldometer Kurven aus, es geht rauf und das ist einfach Deadline. Und es gibt keinen einzigen neuen Fall mehr. Das heisst, wenn man dort reinfliegt, wird die Temperatur gemessen. Und wenn man dann die Temperatur hat, dann wird ein PCR-Test gemacht. Das ist die richtige Reihenfolge. Symptome und dann der Test. Und wenn der dann auch noch positiv ist, dann muss man auch in Tansania Quarantäne. Aber wisst ihr was? Das finde ich okay. Ja. So kann man es machen, weil da ist der Test ein Ausgleich gewesen, nicht für diagnostische Zwecke. Also nicht einfach da den Blindversuch machen, auch Leute, die gesund sind, aber wenn jemand Symptome hat und er hat das, dann müsste ich halt zeitige Quarantäne. Immer noch Blödsinn. Nach meiner Meinung, wenn wir von Sterblichkeit von 0,23% ausgehen, wie es Ioannidis gesagt hat in einer Studie, wo übrigens hoch angesehen ist, Ioannidis, wo in der WHO selber auf der Webseite von der WHO publiziert worden ist, die Studie, wenn die stimmt, dann sind bewegen wir uns da im Bereich von einer Grippe. Und dann müssen wir auch nicht in Quarantäne gehen, weil wir sind in den letzten 100 Jahren auch nie in Quarantäne gegangen, nur weil ich mit ein bisschen Husten oder ein bisschen Fieber in einem Land gelandet bin. Das ist ja auch so etwas, wenn man jetzt hier schaut, die Medien machen ja Angst und Panik. Und was ich interessant finde, wenn jetzt wirklich mal so eine Katastrophe ist, wenn man jetzt zum Beispiel, was ist jetzt das gewesen, wo zum Beispiel das Atomkraftwerk in Russland explodiert ist, Tschernobyl, ja, hat es 2 Tage gebraucht gehabt, bis die Regierung gesagt hat, schau, das ist alles in Ordnung, aber jetzt müssen wir schnell weggehen, ihr könnt aber wieder kommen und euer Zeug holen. Jetzt müsst ihr einfach mit Militär wegen und dann könnt ihr wieder retourkommen. Einfach keine Panik machen, es ist alles gut, es kommt alles gut. Sie haben nie wieder dürfen retourgehen. Genau, bei einer richtigen Katastrophe durch die Regierung beschwichtigen. Keine Regierung, wo der Zweite Weltkrieg war und England war vor dem Sturm durch die Nazis, dort, da ist der Churchill sinngemäß angegangen und hat gesagt, wir schaffen das. Wo 1 Million Flüchtlinge auf Deutschland gekommen sind, also 80% von der Bevölkerung mit gross mehrheitlicher Ausbildung, die man nicht gut kann brauchen im deutschen Arbeitsmarkt, kann man auch von einer Krise reden zumindest. Und dort hat Merkel gesagt, wir schaffen das. Und das ist das Symbol, das ist das Zeichen von einer Krise, wenn die Regierung beschwichtigt. Aber das ist einfach umso mehr zeigen, hey, wir müssen etwas machen, wir wollen Geld verdienen, oder? Also anders kann ich das nicht interpretieren. Ja, ich denke auch, oder? Weil, so wie ich es sehe, werden die Medien auch keine große Zukunft mehr haben. Weil wenn ich auch sehe, wie es jetzt seit den 8, also ich tue schon alternative Medien seit 6, 7, 8 Jahren verfolgen. Und wenn ich jetzt schaue, wie die zugelegt haben, die letzten 8, 9 Monate, seit dem Corona-Zeug, und wie Leserrückgang in den anderen Medien wahrscheinlich stattfindet. Ich kenne die aktuellen Zahlen von dem, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Medien nicht mehr grosse Zukunft werden haben. Sie können das Geld vom Staat, vom System in den Arsch hineinblasen. Das ist das Problem. Solange der Staat noch Geld hat. Über 100 Millionen. Ja, aber sie kommen jetzt rüber. Oder? Ja. Aber es ist sicher eine spannende Entwicklung. Ich sage, jeden Tag von dieser
von dieser Corona-Panik tun die Leute ihre Marken beschädigen. Also Spiegel ist nur noch Trash. Die NZZ ist auf dem besten Weg dorthin, hat noch Fünkchen noch Seriosität noch übrig. Aber jeden Tag, der länger dauert, wird der Markenkern beschädigen. Die können sich jetzt wirklich entscheiden, wollen sie zurückkommen zu einer üblichen Fake News, wo man irgendwer glauben kann, oder wollen sie wirklich zuschauen, wie es in das Publikum abspringt und die öffentliche Meinung gegen sich gegen die Veröffentlichte dreht. Und dann sind die alle am Arsch. Es ist halt jetzt noch schwierig gewesen. Also ich nehme jetzt mal schwer an, sie haben halt Geld angenommen. Und wenn du halt Geld annimmst, dann bist du halt die Marionette von dieser Person, oder? Also, zahlt bei vielen. Sprich, wenn ich jetzt dir Geld anbiete, dass du jetzt da nackt um den Block rumsäckelst, du darfst einfach nicht sagen, dass ich das dir gezahlt habe, 100'000, würdest du es wahrscheinlich machen, oder? Fünf lieber langen. Siehst du? Und ich denke, dann kannst du weitergehen. Aber es dann kannst du als Person es schadet niemandem, wenn ich um den Block, nackt um den Block rumrenne, ja. Außer die mich sehen. Aber dann sage ich mal, sag doch, dass der PCR-Test doch etwas Gutes ist und ja, tun wir das mal beeinflussen. Kriegst du dafür Millionen über. Ja, und dann ist schon mal am Überlegen, oder? Viele Leute denken das so. Ganz ehrlich, ganz viele Themen. Ich kann sagen, ich bin ein bisschen Schlitzer, ich bin ein bisschen so durchaus. Oder wenn der Schaden, der jemandem passiert, in keinem Verhältnis steht zu dem riesigen Nutzen, den ich daraus habe, dann sage ich ja nur, manchmal mal, da im Leben mache ich ein bisschen ein Arschloch sein, in einem gewissen Rahmen. Aber so etwas, eine ganze unschuldige Leute an die Wand fahren. Ja. Also wirklich unschuldige, ganze Wirtschaftszeuge, alle Menschen in Seelen stürzen und so. Ich glaube wirklich, da kannst du mir jetzt also Summen bieten. Also Millionen würde man. Also, das ist immer leicht gesagt. Ich denke, es gibt Leute, die gekauft worden sind. Und ich denke, es gibt in den Medien auch wirklich solche, die Angst selber haben und das auch glauben. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die dem nicht mehr glauben oder sagen, es nützt eh nichts, wenn ich etwas sage. Sonst bin ich einfach ein Verschwörungstheoretiker. Ich glaube, es geht in die Richtung. Genau, ja. Ja, also, was mich eben spannend dünkt, also das Interessante ist, ich persönlich bin ja von der Krise nicht betroffen. Ich bin Steuerberater und das Business Steuern läuft normal weiter, sage ich jetzt mal. Was mich einfach erstaunt, dass die Leute, ich sage jetzt, wenn ich jetzt, und ich bin ja schon relativ engagiert, also ich stehe offen dazu, ich bin schon an mehreren Kundgebungen jetzt gewesen gegen die Corona-Massnahmen. Und was mich einfach erstaunt, ich stehe mich in die Situation hinein, wenn ich jetzt ein Restaurant hätte und hätte müssen Zwangsschlüsse und ich hätte Einbußen von zum Teil 70-80%. Also da würde ich vor das Bundeshaus stehen, also jeden Tag müsste ich mich ins Gefängnis einstellen, weil wir haben eine gewisse Gewerbefreiheit in der Schweiz und da... Also da in der Eidgenossenschaft haben wir es gehabt, in Psychopathien nicht. Aber du bist so ein sympathischer Mann, ich mache jetzt da ein bisschen Werbung für dich, und dass du es überhaupt wollen. Kannst du mir sagen, wie deine Webseite heisst? Oh, das ist nett von dir. Oder willst du es überhaupt? www.spiristeuerberatung.ch. Gut, das finden wir sicher. Und du bist tätig vor allem mit Ostschweiz, oder wie ist das? Ostschweiz, Thurgau, St. Gallen, Zürich vor allem, ja. Ja, schön. Professional, du mal über uns. Sehen wir das Zahnpasta-Lächeln wie bei jedem Steuerberater. Ja, wir sehen es, tatsächlich. Sehr schön, sehr schön. Sehr gut. Mal, da könnt ihr euch Steuern hinbringen, wenn ihr überhaupt etwas zum Versteuern habt in diesen Zeiten. Und du, Tobias, bist ja Fotograf. Das ist auch eine schöne Webseite, oder? Lieber Hobbyfotograf. Ja, kannst du mal Tobias Güttinger eingeben? Einfach googeln, oder wie? Genau. Ah, da haben wir so komische Zwischendinge. Das ist eine ganz komische Zwischenmeldung. Und jetzt ist gerade Tobias Güttinger Fotografie. Genau, und er hat es geschafft, mich fotogen zu machen. Aber ich bin nicht auf dem Ding. Ich bin in der, ja, da kann man auch auf Fotos noch gehen und Shootings anschauen. Natur, Tiere. Also das heißt Hobby, aber das ist mehr als Hobby, das ist also wirklich professionell. Ja, also wenn ihr mal eine Hochzeit habt. Und die Frau hat Masken falsch angelegt. Überall, wo man es nicht sollte haben. Ja, genau. Also ich tue niemand mit Masken füttern. Ja, gut. Wow, super. Außer Verschleiern natürlich. Ich habe ein böses Video gemacht, weil es ist ja gefordert worden, dass alle Künstler quasi 4'000 Franken Grundeinkommen haben während der Pandemie. Und ich habe mich gefragt, wodurch haben sie das verdient? Es gibt ganz wenig Leute. Es gibt einen DJ, den ich befreundet bin. Es gibt den Martin McKay und dann gibt es den Marco Rima und Andreas Thiel und dann ist es etwa Feierabend.
Und ja, du bist auch einer der Künstler, sage ich mal, die sich öffentlich äußern. Aber es müssten Hunderte sein. Es müssten Hunderte sein. Wo ist die Kunstbranche dann? Wo ist, die, wo ist der Widerstand? Oder? Wo ist das freie Denken? Echt? Ja. Ja. Also ich finde, Marco Rima, der ist der Hammer, dass der mal wirklich da gestanden ist. Ich kann dir sagen, wenn die Pandemie vorbei ist und der Marco Rima macht wieder Auftritt. Erstmal gehe ich zuerst mal eines Rima. Veranstaltung. Und zweitens, der tosend Applaus, den dann wirst du hören, den wird er in seinem Leben noch nie gehört haben. Das tue ich jetzt prognostizieren. Weil da werden so viele Leute kommen, die denken, vielleicht bleiben ein paar Idioten weg oder ein paar in der Panik, die sagen, der hohe Double, der, der einen Blick glaubt. Aber die kommen, und es werden viele sein, die werden tausend dann, wenn er auf der Bühne steht, einen Applaus erfahren lassen, wie er es noch nie gehört hat. Ja. Und übrigens, apropos, Andreas Thiel ist am 8. oder 10. November, glaube ich, ist er wieder Modellhof mit einem L. Kommt auch, das ist gratis, wenn es überhaupt noch stattfindet, das ist doch Maskenpflicht und Scheissdreck. Aber das ist ja ein eigener Staat, der ausgerufen worden ist von einem Model, der heisst Avalon. Und dort kann man unter, ich glaube unter Home, findet man das, aufgelistet. Der hat drei Vorträge. Genau, und der zweite, der erste hat er schon gehalten, über Marx versus Moses, der ist super gewesen, findet man auch im Internet etwas. Und jetzt am 10. November, am 4. Bachti, macht ihr die Erde untertan, oder was heisst es? Es hat lustigerweise, ich bin ja Hardcore-Atheist, aber es ist erstaunlicherweise trotzdem extrem spannend, weil er zum Beispiel 10 Gebote im ersten Vortrag vorgetragen hat und gesagt hat, das ist genau da, wo wir kommen, ZGB, OR und Strafrecht. Und er hat das wirklich glaubwürdig überbracht. Das hat mich hochgradig fasziniert und er ist doch ein extrem nicht nur wortgewandt, sondern mächtiger Mensch. Und ich kann euch dringend raten, am 4.8. am 10. November und am 8. Dezember zu kommen, ist freier Eintritt mit Kollekten, hat einen langen Arbeitsweg. Ich hoffe, ihr könnt reichlich spenden. Ich werde auch dort sein. Also es ist gleichzeitig genau im Garten immer meine Party gemacht, zum Grillieren und so. Die Gelegenheit haben wir nicht mehr. Vielleicht, wenn er, ist klar, man kommt vor allem wegen dem Thiel, aber vielleicht zwei, drei Leute, die den Thiel nicht kennen und mich kennen, ich werde auch dort sein. Also haben wir da eine schöne Chance auf eine Reunion, vorausgesetzt natürlich, es findet statt. Und eben, nehmen wir das Portemonnaie mit, er hat, glaube ich, eine Kollekte mehr als verdient, weil natürlich ein Leiden da wäre. Nehme ich jetzt mal an, massiv unter den Massnahmen, obwohl er zum Glück noch Arbeit hat als Kolumnist bei der Weltwoche. Aber ob man sich damit kann, sein Auto vergolden, weiss ich nicht. Haben wir etwas Wichtiges vergessen, was wir noch erwähnt haben? Hast du auch noch eine Verschwörung, die du siehst? Ja, viel. Nein, ich bin, wie du es richtig gesagt hast, genau auch so geworden. Ich bin offen geworden gegenüber allem. Also das heisst, wenn irgendjemand etwas sagt, ich sage nicht mehr, ich kann sein, ich kann nicht sein, sondern ich lasse einfach auf mich zuwirken und sage nicht mehr grundsätzlich ja oder nein, sondern das einfach zur Kenntnis nehmen, oder? Weil einfach so viele Momente Einflüsse auf uns wirken, dass man einfach mal sagen, man muss zur Kenntnis nehmen, sacken lassen und in Ruhe beurteilen und abwägen, kann es sein, kann es nicht sein, ja. Und jetzt, wir haben ganz kurz über das noch reden, wir haben doch vorausgesagt irgendwie, also der Bundesrat hat schon gesagt, wenn es nicht lange kommen weitere Massnahmen. Ich habe mit dem Dezember mit nächsten Massnahmen gerechnet, im Vorgespräch ist mir die Zahl ist schon gefallen, dass nächste Woche oder übernächste Woche das könnte losgehen. Ich sage am Montag, weil in den Medien ist interessant, alles, was die Medien immer am Berichten sind, passiert irgendwie auf das Mal, kurz darauf ab, jetzt da die Maskenpflicht auch, die Medien haben sich ein bisschen angekündigt und aufgepauscht und jetzt ist es auch gekommen. Und ich glaube, wenn jetzt da die Zahlen auch morgen wieder hoch werden, dass es heisst, am Sonntag gibt es eine Sitzung, weil letzte Woche ist es auch am Sonntag gewesen und dass man wirklich den sogenannten Mini-Lockdown beschließen wird, wo jetzt da im Raum steht. Oder kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann am Montag so wird sein. Ja. Das ist auch so eine Verschönerung. Ich finde, ich bin für einen Maxi-Lockdown vom Bundesrat. Wie findet ihr das? Keine Meinung. Okay, gut. Ich muss sagen, ich glaube, Dezember habe ich zu optimistisch gedacht. Ich bin ja immer noch Idealist und naiv. Aber es kann wirklich sein, dass es viel früher noch sein kann. Westschweiz fordert Corona-Verschärfungen. Das sollte 30 Neufig in Westschweiz, wer immer das soll sein. Das ist also etwas, was immer behauptet, Westschweiz fordert, oder? Es ist immer so eine gesamte Gruppierung, es ist alles eine homogene Masse. Hat überhaupt keine zweite Meinung dort. Und entlang gehört natürlich, ganz schlimm ist eine Kantonsärztin vom Kanton Bern, die sagt, sie wolle Maskenpflicht verrussen. So etwas ist grenzt für mich an eine Da wollte ich dich gerade noch fragen, Daniel, was ist für dich persönlich oder auch für dich jetzt die schlimmste Massnahme, die sie machen könnten, jetzt in Bezug auf den Virus?
Ja gut, geht halt immer schlimmer. Also was für denke, dich jetzt war am schlimmsten? Ich denke, Zwangsimpfung ist wirklich das Schlimmste. Mhm. Wenn es wirklich kommt, also mir fehlt wahrscheinlich die Fantasie, aber ich denke wirklich, neben dem Entrechten, Entmündigen und Entehren, muss ich sagen, Zwangsimpfung, und das bin ich als durchaus Impfbefürworter. Für das hassen wir jetzt auch Leute, die zulassen. Aber ich habe nicht etwas gegen Tollwutimpfung und ich habe nichts gegen Starkampfimpfung und ich habe nichts gegen noch ein paar andere, die Sinn machen, die lang getestet sind. Ja. Aber in einer Grippeimpfung, die weder Sinn macht, noch getestet ist, vor allem das Zweite, ja, da muss man sich mit allen Mitteln sträuben. Ja. Aber ich habe schon Angst einfach vor den langfristigen Folgeschäden, die es da gibt. Gerade Bill Gates redet selber von mindestens 10 Jahren, wo es gerade bis man es holt. Wenn man so etwas anerkennt, wie kann man denn etwas, das Sterberate hat von einer Grippe, gemäß WHO-Publikation von Ioannidis, wie kann man das weitermachen? Es ist unfassbar. Ja, und er hat ja auch selber zugegeben, der Gates, in der Tagesschau, dass da Tote kann gehen durch die Impfungen, aber das muss man dann sozusagen in Kauf nehmen, oder? Also, dass es dann halt vielleicht Tote gibt, dafür ist man halt geimpft, oder? Und also, was ein anderer Skandal übrigens, mir hat jemand gehustet, dass im Kanton Zürich normalerweise vielleicht einmal, ich kann nicht mehr sagen, dass einfach massiv viel mehr Leute Selbstmord machen. Ja, ich habe da sehr sogar konkrete Fakten bekommen. Ich habe den Fakt bekommen, dass vor 3 Tagen, ist, glaube ich, her, 3 oder 4 Tagen, eine einzige Person am Unispital Zürich beatmet wird, wegen Corona. Hm. Und im Kantonsspital Frauenfeld ist auch eine Person. Und ja, es ist lustig, gell? Es ist so traurig geworden, hätte man sich totlachen. Ja. Und ich habe auch Zahlen bekommen, ich kann nicht sagen, von welchem Spital, 80% symptomfrei. Ja. Und zwar das aus dem Inneren vom Spital. 80% der Leute, die eingeliefert werden, symptomfrei. Einer hat ein Bier bestellt. Jemand von jemandem weiss, er ist nur darum ins Spital gekommen, weil seine Familie hat sich Quarantäne. Und darum hat man angefangen, wir wussten, wohin mit ihm, der älter ist, der nicht mehr so gut sich gleich versorgen kann, dann gehen wir ins Spital. Wir nehmen es gerne, die Spitäler stehen wahrscheinlich wieder leer, keine Ahnung. Ja, das ist die Zahlen werden nicht publiziert, das hat einen Maulkorb gegeben, da kann man bestätigen, kann jeder fragen, im Spital arbeitet. Man darf nicht mehr sagen, wie sehr das die Intensivabteilungen beleidigt sind. Man muss sich überlegen, in einer Pandemie ist das ein Geheimnis. Und als wäre das nicht genug, jetzt ist mir noch etwas anderes noch entfallen. Auf jeden Fall, genau, wenn man mit den Todeszahlen angeht, den Selbstmord, wo ich jetzt so anekdotisch mitbekommen habe, ein Zuschauer ist dem nachgegangen. Er hat der Kantonspolizei Zürich angerufen. Er wollte fragen, wie viele haben sich das Jahr schon umgebracht. Und haben sie gesagt, die Zahl darf es nicht veröffentlichen. Er müsse sich als BAG wenden. Nicht als BAG, als Bundesamt für Statistik wenden. Das hat er gemacht. Er hat die Antwort bekommen. Die Zahlen werden erst am 31. März oder Ende März 2021 veröffentlicht. Also wir haben hier eine PCR-Test-Pandemie, wo man jeden Tag die Fallzahlen bekommt von Leuten, die Fälle sind, ohne Symptome haben die allermeisten. Da wird aufgechäst jeden Tag, aber gestorben. Selbstmord passiert im Stillen, unter strenger Aufsicht, unter strenger Kontrolle, dass es nicht rausgeht. Und dann wird wahrscheinlich, dann, kann man sich vorstellen, Ende März dann wird man nochmal irgendetwas aufgechäst und die Zahl wird irgendwo versickern. Und es wird einfach heiss, es haben sich 3-mal mehr Leute umgebracht. In Kalifornien ist es mal rausgekommen, in einem Monat, dort im März oder April, wenn das immer war, haben sich so viele Leute umgelassen, wie es im ganzen Jahr. Ja, also, ja. Und ich habe eine ähnliche Zahl gehört. Man sagt dann wahrscheinlich, ja, es war Corona gewesen, oder? Anstatt dass es selbst. Ja, das ist jetzt eben auch meine grosse Angst, die wir alle teilen. Ja, nur, also, wir können uns aber einig sein, die nächsten 6 Monate werden eine Katastrophe werden, oder? Ja, da kann man Gift drauf nehmen, ja. Also, wichtig ist, tönt euch vernetzen, tönt euch, hebt euch Sorge. Es wird eine Bestimmung kommen, auf 5 Leute und so weiter. Solange das noch nicht illegal ist, ruft dazu auf, organisiert euch, dass ihr trotzdem könnt euch Späßchen haben. Natürlich, nein, ich bin nicht auf YouTube. Auf Telegram wird ihr nicht zensiert. Ich würde einfach sagen, wenn ihr jung seid, macht das, was Junge machen. Und wenn ihr alt seid, hechelt dem nach. Und machen das, was die Jungen machen. Genau. Die Jugend als Vorbild haben wir leider auch abhaken. Wir leben in einer übersättigten Gesellschaft, wo die Jugend alles mitmacht und ihnen sagt. Unsere Generation, kann ich als Kinderlose sagen, hat in der Erziehung total versagt, weil wir uns nur
Püppli und Bübli angezüchtet haben. Wer sagt, dass es dann früher besser war? Also, wir haben ich weiss auch nicht, alles wir haben Punks mit uns. Ich bin die Punk-Generation. Vorne haben wir die 68er gehabt, in Rebellion gegen die Älteren. Dann haben wir die Raver gehabt, zwar unpolitisch, aber sie können Party machen. Hätten wir dort mal sollen, in der scheiß Pandemie kommen. Es gibt immer noch Punks und es gibt immer noch Rebellisten und es ist das ja Problem ist, so. Beim Punk, dann hat ein Alt-Punk gesagt, du kannst einfach nicht das Leben lang kämpfen und dann bist du kaputt. Ja. Du kannst nicht ewig gegen das System stemmen. Und interessant ist aber, der Spiegel hat ganz gerne über weisse alte Männer herziehen. Wenn er jetzt aber auch entdeckt hat, sind die 40- bis 55-Jährigen, also genau, ihr seid ja noch jünger, aber genau die Zielgruppe, wo ich drin bin. Weil das sind quasi frustrierte AfD-Wähler, pipapo. Und ich habe herausgefunden, ihr seid ein schleuer als ich, aber man hätte einfach 40 werden müssen, um den ganzen Bullshit zu schauen. Und nach 55 hat man einfach Kraft nicht mehr. Und da hat man das Fenster zwischen 40 und 55, wo man kann wirklich lärmen und trommeln kann. Wobei ich muss sagen, in unserer Bewegung haben wir so Leute wie der Albert, der jetzt wieder verhaftet worden ist, weil er demonstriert hat wegen der Maskenpflicht, die der Schule in Epiket eingeführt werden soll. Auch sehr lustig, da haben sie behauptet, die Maskenpflicht hat gesagt, es sei nur zur Diskussion gestanden, es ist jetzt freiwillig, aber ich habe Screenshots, die Maskenpflicht war beschlossene Sache gewesen. Mhm. Und dann sind sie demonstrieren, zu 50 ist in den Medien gekommen und jetzt haben sie den Rückzieher gemacht. Und da ist den tapferen Leuten zu verdanken, die heute Morgen auf dem Platz gestanden sind und sich gewehrt haben. Gratulation, ein kleiner Erfolg. Ja, wenigstens ein kleiner. Genau. Ja, wenn wir es halt mit abrunden, ist das gut für euch? Also weit schon, ja. Danke ja. sehr. Ja, ist okay für mich. Ja. Super. Dann danke auch vielmals fürs Kommen. Hoffentlich gibt es keine Fortsetzung, weil das heisst, wir haben nichts mehr zu reden. Ja. Weil der ganze Scheißdreck vorbei ist. Ja. Danke dir, ja. Danke, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Eben haben wir jetzt hier gesehen auf einem anderen Kanal als sonst. Das Video wird gerade auf Telegram aufgeladen. Tönt das ruhig abladen, weiterverbreiten. Mir ist Copyright egal, ihr könnt das monetarisieren auf YouTube, ist völlig, mir völlig pipapo, machen mit dem, was ihr wollt. Wichtig ist, dass es Verbreitung findet. Danke vielmals, habt euch Sorge, habt eure Familie Sorge und denkt daran, Corona ist vor allem ein Bier. Ciao miteinander.